Herzlich willkommen zum Tech Talk Folge 2. Heute mit Steffen Kolb, Georg Hirmer und Tobias Ponzel. Genau, heute sind wir mal zu dritt. Ja, letztes Mal war ich ja mit David allein. David ist diese Woche leider etwas Grippe, krankheitsbedingt nicht mit am Start. Aber ich denke, wir drei kriegen das auch ganz gut gewuppt. Und wir haben uns tolle Themen ausgesucht, wie zum Beispiel einmal natürlich am Anfang habe ich gedacht, werden wir noch ein bisschen über den Tech Talk 1 reden, ein bisschen Feedback geben. Danach müssen wir uns natürlich um den Datenskandal rund um Facebook und Cambridge Analytica kümmern. Georg war auf der Leipziger Buchmesse und ich habe mir einen neuen Mobilfunktarif gegönnt, der sich Magenta XL nennt von der Telekom. Und nein, ich habe nicht zu viel Geld, aber was sein muss, muss sein. Und dann geht es um die Breitbandhauptstadt Coburg. Hey! Und um einen neuen Datenskandal. Und am Ende hat Georg nochmal einen kleinen Schwank aus seinem IT-Alltag bei einer IT-Firma. Ja, soweit, so gut. Wir fangen erstmal an mit dem Tech Talk 1. Da muss ich noch ein paar Sachen einfach sagen. Die sind jetzt nicht so optimal gelaufen. Der Tech Talk soll ja eigentlich am 16. März veröffentlicht werden, die Pilotfolge. Da ist schon mal das erste schief gegangen, weil das verschoben wurde von mir. Ich habe gesagt, okay, scheiße, kriegt man nicht hin. Hab ich gedacht, okay, verschiebst du das. Hab allerdings vergessen, dass ich ja schon alles vorgeplant habe. Ich bin jemand, ich plane sowas ganz gern. IT kannst du ja alles einstellen mit Timern und Schedulern und so weiter. Und habe gesagt, okay, am 16., 18 Uhr geht das Ding online. Dann habe ich das geändert im veröffentlichten Artikel dazu. Ja, wir ändern das jetzt auf den 19. Habe gedacht, okay, das ist ein Montag, das passt ganz gut für die Pilotfolge. Ja, und ich war dann am 16., hatte ich ja auch noch Geburtstag, kam noch erschwerend dazu, da war ich natürlich dann nicht da, war in München auf dem Konzert und so weiter und am Wochenende dann auch noch in München, egal, privates Zeugs halt. Und am Samstag, also am 16. ging es online, abends Konzert, war übrigens sehr geil, Heaven Shall Burn, kann ich nur empfehlen. Und dann am Samstag gucke ich so aufs Handy, war in der U-Bahn und ich habe auch Notebook jetzt zwar dabei gehabt, aber nicht jeden Tag auf unsere Kanäle geguckt. Oh, schlimm, der Projektleiter guckt nicht bei Kurs of View, was abgeht. Auf jeden Fall habe ich da halt mal gesagt, okay, ich guck nicht drauf und guck dann irgendwie so aufs Handy am Samstag in der U-Bahn und da sehe ich, Kommentar auf YouTube zu Tech Talk Folge 1 Pilotfolge. Und denk mir so, Moment mal, die sollte eigentlich noch gar nicht online gehen. Dann geguckt, hat vielleicht Felix die veröffentlicht? Nee. Scheiße, ich habe den Timer vergessen. Dann ging die auf YouTube schon mal online, komplett ohne Thumbnail, ohne Beschreibung, ohne Tags, ohne alles, einfach so online. War recht scheiße, muss ich sagen. Und natürlich auf den anderen Plattformen, da habe ich ja dran gedacht. Also, wie gesagt, der Fehler lag bei mir. Wie so oft war der Fehler hinter der Tastatur. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt diesmal besser läuft. Wir sind jetzt auch, das war auch der Grund, warum ich es eigentlich verschoben habe, weil ich musste noch auf die Freigabe bei Spotify warten. Wir sind jetzt auch bei Spotify angekommen. Also ihr könnt uns auch auf Spotify hören und iTunes und Google Play. Und es werden wahrscheinlich noch ein paar Plattformen dazukommen. SoundCloud funktioniert aktuell nicht. Das hat einfach mit der Länge zu tun. Wer denkt, lang ist immer gut, in dem Fall eher nicht, weil über 40 Minuten können wir nicht hochladen. Zumindest würde das halt dann Geld kosten und wir sagen halt, naja gut, der Podcast spielt nichts rein. Warum sollen wir da jetzt im Monat irgendwie 20 Euro bezahlen, dass wir den Podcast auf SoundCloud für 3 Leute veröffentlichen? Das ist keine wirtschaftliche Rechnung, ehrlich gesagt. Deswegen läuft es weiterhin auf den bekannten Podcast-Plattformen. Spotify hat eh fast jeder, sag ich mal. Und ansonsten YouTube gibt's ja auch noch. Also hey, dann guckt's auf YouTube und macht das Tab irgendwie in den Hintergrund und lasst euch einfach berieseln. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war zum Thema, was alles schiefgelaufen ist und was wir besser machen wollen. Es ist Luft nach oben, das ist ganz gut. Deswegen habe ich mir die zwei Jungs heute auch mit hergeholt, weil die können das Ganze ein bisschen heben, das Niveau. Und beim nächsten Mal, denke ich, klappt auch alles. Und dann kriegen wir das am 2. April veröffentlicht. Und das ist ja dann der Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Wir haben jetzt hier Karfreitag heute. Darf ja nicht getanzt werden. Und da haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir halt sowas auf und trinken eine gute Milch dazu. Aber ihr wisst ja, Milch ist Gift, deswegen vergiften wir uns heute ein bisschen, gell, Georg? Ja, ich lebe ja auf dem Bauernhof und meine Eltern produzieren ja Milch und deshalb... Du produzierst Gift? Oh mein Gott! Meine Eltern sind professionelle Gifthersteller.
Gleich mal Sanktionen verhängen. Genau, industrieller Gifthersteller. Diplomaten ausweisen und was haben wir noch so? Ja, genau. Was kann man denn machen? Ja, das ist ja ganz schlimm. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Wir hatten es im Vorgespräch zu der Sendung heute, zu dem Podcast, dass es eigentlich total idiotisch ist, da in einem Technik-Podcast darüber zu reden, weil es einfach, ja, ich will nicht sagen irrelevant ist, aber es nervt einfach und es ist auch nichts, wo man wirklich drüber reden sollte, weil es ist einfach bescheuert gewesen. Punkt. So, erstes Thema, Datenskandal. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ja ein paar Daten abgegriffen wurden bei Facebook. Es ist schon ein bisschen her, weil es ging ja einmal um den Brexit und einmal um die Wahl von Donald Trump. Kurze Vorgeschichte vielleicht noch, innerhalb eines Projektes, ich glaube, das ging irgendwie um eine Psychologie Umfrage, Analyse, wie auch immer, an einer Universität in den USA wurde ein Fragebogen erstellt über Facebook, weil man halt gesagt hat, okay, Facebook ist eine gute Plattform dafür, da sind sehr viele Leute und es ist auch so, dass in den USA Facebook einen anderen Stellenwert hat als in Deutschland. In den USA, wenn du nicht auf Facebook bist, dann lebst du halt nicht. Das ist in Deutschland zum Glück ein bisschen anders. Es ist zwar mittlerweile auch so, dass man einen gewissen Druck hat, um auf Facebook zu sein, aber es ist nicht so schlimm wie in den USA. Und da findet halt auch das ganze soziale Leben bei denen statt. Naja, auf jeden Fall haben die diesen Fragebogen dort als Facebook-App veröffentlicht. Und das Schlimme daran ist eigentlich gewesen, dass diese App, ihr kennt es vielleicht, ihr habt irgendeine App, die ihr, da gibt es ja immer so schöne Sachen, ja, Werte aus, wer als nächstes stirbt in deiner Verwandtschaft oder was weiß ich. Da gibt es ja immer solche schönen Apps und dann sagt man, okay, ja, das, du darfst von mir aus auf meinen ganzen Kram zugreifen und es auswerten und so weiter. Und das ist da auch passiert. Also die Leute haben gesagt, ja, ich möchte diesen Fragebogen beantworten und haben dieser Facebook-App eben weitreichende Rechte auf dem Profil eingeräumt. Das geht mit der Facebook-API. Kann jeder Dödel machen, das kannst du auch machen, wenn du zum Beispiel eine Website betreibst und zum Beispiel einen Drittanbieter-Login machst. Mittlerweile hat es Facebook ein bisschen eingeschränkt, aber früher konnte man da eben sehr viel machen. Und das haben eben halt Leute gemacht. Und dabei sind jede Menge Daten zusammengekommen und das war sehr üppig. Daraufhin hat Cambridge Analytica gesagt, das ist halt so ein Big Data Analyst und so ein Auswerter und so weiter, die halt eben Daten aufbereiten für gewisse Zwecke, Werbezwecke und so weiter und so fort. Und die haben gesagt, hey, das ist cool, wir wollen die Daten haben. Haben den Prof gefragt, wie sieht's denn aus? Mensch, wir bräuchten die Daten für Sachen. Der hat es nicht ausgegeben. Daraufhin haben sie gesagt, hey, was die können, können wir auch. Und haben auch so eine App eben auf Facebook online gestellt. Mit dem Unterschied aber auch, dass diese App nicht nur die Daten der Teilnehmer, das waren halt ein paar Millionen nur im einstelligen Millionenbereich, die daran teilgenommen haben, aufnimmt, sondern auch die Daten der Freunde von den Leuten, die da dran teilnehmen. Also die Sachen, die der Freund praktisch dem anderen freigegeben hat und die er sehen konnte, die sind da in diese Auswertung mit reingeflossen. Und das hat eben diese 50 Millionen Profile, die da mit drin sind, erzeugt. Und das ist natürlich schon eine heftige Zahl. Also 50 Millionen User-Daten, die da eben ausgewertet wurden. Ja, und wofür hat man das genutzt? Naja, für Wahlwerbung, um die einfach gezielt zu schalten, dass man einfach geguckt hat, welche Leute sind besonders ängstlich, wer interessiert sich besonders dafür, dass eben immer mehr Fremde ins Land kommen oder wer findet das halt gut oder wer findet es eben nicht gut, so, wer findet es schlecht. Und das hat man einfach geguckt und ausgewertet und hat halt dementsprechend versucht, eben von Donald Trump zum Beispiel eben dort Wahlwerbung zu schalten für Leute, die halt empfänglich für solche Thesen sind, die halt eben Donald Trump vertritt. Und beim Brexit hat man das auch benutzt, interessanterweise. Und da ist jetzt eben die Frage, findet ihr das gut oder sagt ihr, ja, das ist legitim, das ist mir doch egal oder was ist eure Meinung dazu? Georg? Also im Insgesamten, wenn man sagt, wie soll ich das sagen, dass man näher an der Zielgruppe ist, das ist ja prinzipiell ja nicht schlecht. Ziel von Werbung eigentlich, ne? Dass du sagst, ich möchte möglichst gut die Leute erwischen, die sich für irgendwas interessieren eigentlich. Richtig, aber ich darf es nicht auf die Art und Weise machen, wie jetzt Cambridge Analytics. Also, dass man dann einfach eben
nicht die Daten von ungefragt von anderen Leuten auch noch mit einfließen lässt, sondern wirklich fragt, hey, darf ich die Daten nutzen, weil ich möchte die verwenden, um zu analytischen Zwecken, dass ich da vielleicht da was besser auswerten kann. Der Punkt ist ja, du weißt ja auch nicht, für was es verwenden. Ich meine, es war jetzt Wahlwerbung oder eben für Wahlkampf, aber die Frage ist, die Daten sind ja dann vorhanden. Die können ja dann auch wiederum weiterverkauft werden. Und das ist halt auch das Problem. Ich meine, wie gesagt, zur reinen Analyse, wo man so sagt, okay, ich stimme denen zu, dass ich denen das gib und die können dann vielleicht die Welt damit verbessern. Ja, unter Umständen. Ja, Unter es gibt. Umständen, aber meistens ist es halt eher andersrum, dass sie die Welt eher zum Brennen bringen dadurch. Es gibt ja auch wirklich Sachen, wo ich sage, das finde ich legitim. Also, wo ich dann sage, okay, das ist eigentlich ein guter Zweck, wenn es zum Beispiel darum geht, gesundheitliche Sachen zu machen. Was weiß ich, Krankheitsvorsorge oder eben halt auch, um zu sehen, wie breiten sich denn Krankheiten aus. Dafür finde ich Big Data eigentlich okay. Also, wo ich dann sage, ja, da ist für mich so der Punkt, wo ich sage, da macht sowas Sinn. Aber jetzt in dem Moment geht es ja dann darum, wieder in politisches Geschehen einzugreifen. Und sei mal, die Instrumente zu nutzen, um halt vielleicht auch gezielt, das weiß man nicht genau, falsche Behauptungen aufzustellen oder was man auch gelesen hat, dass zum Beispiel auch Artikel, ja, sogenannte Fake News, gezielt geteilt wurden für einen kleinen Nutzerkreis. Und da ist es halt dann auch so, wenn das nur ein paar Leute bekommen, dann kann man das auch im Nachhinein halt schwer nachweisen. Also wenn du falsche Informationen gezielt, sag ich mal, ein paar tausend Leuten nur zugänglich machst, die vielleicht auch untereinander nichts miteinander zu tun haben, dann ist das schon sehr schwierig. Und da sieht man mal, welche Verantwortung so eine Plattform einfach hat. Weil, sag ich mal, wenn da jemand, nehmen wir mal das Beispiel Deutschland, du verbreitest irgendein Gerücht oder irgendwas, fünf Leute in Sachsen, drei Leute in Berlin, vielleicht auch noch in anderen Stadtvierteln, die auf Facebook nicht miteinander befreundet sind. Und man sieht ja, die haben ja keine gemeinschaftlichen Interessen, vielleicht auf bis so ein paar gewisse Sachen, auf die man abzielen möchte. Dann ist es schon eine schwierige Sache. Und wenn du Leute so gezielt manipulierst, dann ist das schon echt ein harter Tobak, finde ich. Oder was sagst du, Tobi? Naja, die Sache ist die, man muss es ja erstmal so sehen, Cambridge Analytics ist ja an sich ein Big Data Unternehmen. Die verdienen ja ihr Geld mit der ganzen Sache. Und für mich war es persönlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas mal passiert. Es ist auch wieder schwer zu sagen, wie jetzt zum Beispiel Georg schon gemeint hat, wenn ich willentlich meine Daten an die Leute weitergebe, dann ist es auch vollkommen legitim und auch, ich will jetzt mal sagen, interessenplatzierte Werbung ist ja auch eine Ja. Sache, die durchaus legitim ist. Aber die gezielte Manipulation, jetzt auch zum Beispiel durch Falschaussagen, das ist dann schon wieder was, wo wie auch gemeint hast, man muss extrem aufpassen, dass man sowas macht, weil besonders wenn man dann mal sich so ein paar kleine Gruppen aufgebaut hat, die werden dann immer ganz, ganz schnell und ganz, ganz böse zum Selbstläufer. Bin ich der Meinung. Ja, Also so in die Richtung. vor allem, ich könnte jetzt, sag ich mal, ganz frech sagen, die Leute haben ja zugestimmt. Die haben diese App, ja, der App den Zugriff auf ihr Profil erlaubt. Also von daher, und da waren ja bestimmt auch AGBs drin, die natürlich keine Sau oder Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien, whatever, was die Leute nicht gelesen haben und einfach auf Ja geklickt haben. Würdet ihr dann sagen, ja, das ist ja legitim, oder sagt ihr, okay, naja, es ist ja eigentlich schon gezielte Fälschung oder gezielte Irreführung, dass man halt sagt, okay, die lesen das ja eh nicht. Man spekuliert ja schon drauf, dass jemand das nicht anklickt, einfach. Also würde ich jetzt eher Nein sagen, weil, wie so schön es heißt, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ja. Es ist auch wieder so eine Sache, wenn ich die AGBs nicht gelesen habe, kann ich dann im Nachhinein nicht drüber rumheulen, wie schlimm die Dinger sind. Ja, klar. Deswegen, okay, also die Schuld liegt jetzt natürlich nicht hundertprozentig beim Nutzer. Weil das kann man nie machen, also, oder kann man nie sagen, na gut, es sei denn, es ist irgendwas total Blödes. Aber meistens dann auch wieder so geschrieben, dass man es auch relativ schlecht als Otto-Normalverbraucher verstehen kann. Also so die Ja. Sachen Juristendeutsch und die Genau. ganzen Späße.
Also jetzt wirklich gezielt den Benutzer damit hinters Licht zu führen, würde ich in dem Sinn nicht ganz so bestätigen, aber es ist auf jeden Fall, wie es auf Englisch so schön heißt, ein shady Business. Also Das stimmt. da ist durchaus, ich will mal sagen, Raum nach oben, um sich da ein bisschen transparenter und ja, seriöser, will ich mal sagen, zu zeigen. Denke ich auch. Die Frage ist halt, wo ist da die Grenze erreicht? Ja, die Frage ist halt auch, ist es jetzt wirklich ein Skandal? Muss man das wirklich als Skandal sehen? Ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung, wie du ja auch sagst, es gibt schon immer personalisierte Werbung. Und das könnten ja Parteien auch machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal in Deutschland anguckt, da wurde sowas ja auch genutzt. Die Grünen haben das zum Beispiel sehr transparent benutzt. Die haben auf ihrer Facebook-Seite dann auch veröffentlicht, dass sie jetzt kostenpflichtige Werbung auf Facebook geschaltet haben mit den und den Inhalten auf diese Zielgruppen. Und das ist auch so der Punkt, wo ich sage, okay. Mark Zuckerberg hat ja dann in einem Interview, der hat relativ schnell sich dazu geäußert und dann gesagt, hey Leute, sorry, wir werden alles tun, um das zu verhindern. Problem ist allerdings, Entschuldigung, dass die Geschäftspraxis von Facebook eben die ist, dass man sagt, okay, man präsentiert personalisiert Inhalte und Leute bezahlen auch unter Umständen dafür. Und das ist einfach das Problem. Auf der einen Seite sage ich, okay, ich mache diese Schnittstelle über diese App dicht, über diese Apps, die eben genehmigt werden und dann Daten abgreifen. Aber um zum Beispiel solche Werbung zu streuen, gezielt an Leute, an Zielgruppen zu streuen, da brauche ich keine 50 Millionen User-Profile auszuwerten. Da reicht es mir einfach, wenn ich bei Facebook eine ganz normale Werbung schalte über meine Facebook-Seite. Und dann kann ich nämlich schon so genau und so granular eben auswählen, wer das sehen darf. Ich kann zum Beispiel angeben, wenn jetzt jemand die Facebook-Seite der Konkurrenz, bleiben wir mal im Unternehmensumfeld, geliked hat, dann soll er meine Werbung angezeigt bekommen. Sowas kann ich machen. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, da brauche ich keine Big Data-Analyse dafür. Das kann ich mit Facebook, mit Bordmitteln alles schon realisieren einfach. Und das ist so einfach der Punkt, wo ich dann sage, wo habe ich denn da die Grenze und wo kann da Facebook was machen? Wo sich Facebook auf jeden Fall, oder wer ist überhaupt der Schuldige, wo sich Facebook auch so ein bisschen den Schuh anziehen muss, ist einfach der Punkt, diese API, diese Schnittstelle, die wird relativ offen oder relativ leicht rausgegeben. Naja, klar, Facebook möchte Geld verdienen. Facebook möchte, dass möglichst viel innerhalb der eigenen Plattform passiert. Und dann sollen möglichst viele Leute natürlich auch Schnittstellen zu dieser Plattform bauen. Deswegen setze ich da die Hürde möglichst niedrig. Also wir haben das ja auch für Kurso for You im Einsatz, diese API, aber nicht um eben unsere Zuschauer auszuspionieren, sondern einfach um auf unserer Website unseren Zuschauern die Möglichkeit zu bieten, sich über Facebook einzuloggen. Da brauchst du auch diese API-Schnittstelle. Das Einzige, was wir gebraucht haben, war eine gültige E-Mail-Adresse, um diese Schnittstelle nutzen zu können. Dann hätten wir über unsere App bei uns ja wirklich nur eines prüft, wer ist die Person, also sprich das Profilabgleich, die E-Mail-Adresse, also Profilbild, Name und E-Mail-Adresse abgleicht und den User ermöglicht praktisch über Facebook sich einzuloggen. Aber wir hätten auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt mehr machen möchten, hätten wir eine App schreiben können, hätten sagen können, okay, wir wollen aber noch ein paar mehr Informationen. Und wenn der User dann sagt, ja, ich stimme dem zu, hätten wir die Daten abgreifen können. Und das ist einfach so der Kritikpunkt, dass man sagt, diese Schnittstelle, die kann so einfach genutzt werden, auch teilweise anonym genutzt werden, ohne dass man da irgendwie prüft, ist da jetzt ein Unternehmen dahinter, gibt es die Person wirklich? Wer haftet dafür? Und das sind so Punkte, wo man sagt, da könnte vielleicht Facebook noch ein bisschen zulegen und das verbessern. Aber mittlerweile geht jetzt nicht mehr so viel. Aber für diese reine Wahlmanipulation, das kann ich mittlerweile auch machen. Die Frage ist halt, ist es Manipulation, wenn ich Zielgruppenwerbung schalte? Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Also, wie ich es vorhin auch schon gemeint habe, jetzt Wahlmanipulation mit zielgruppenbasierter Werbung ist schwierig zu sagen. Es ist ja in dem Sinne, zielgruppenbasierte Werbung kann man ja genauso sagen, wenn, keine Ahnung, man weiß jetzt auf dem Dorf, keine Ahnung, die Familie hat jetzt schon seit der und den Generationen immer die eine Partei gewählt. Und da wird halt dann der Wahlprospekt Genau, eingeworfen. ja. Ist ja in dem Sinn auch eine personalisierte Werbung. Wirklich Wahlmanipulation mit in dem Sinne sehe ich eher dann die Sache kritisch, wie du vorhin gemeint hast, mit Fake News und Falschaussagen, dass da dann
schon mehr oder weniger Wahlmanipulation und Wahlbetrug betrieben wurde. Zu der ganzen Sache, ob das jetzt wirklich ein Skandal ist, also wie ich vorhin schon gemeint habe, ich habe auf sowas gewartet. Okay. Also, dass die sozialen Medien also wesentlich stärker und auch wesentlich manipulativer auf die Leute angewendet werden. Aber das, Und ja. zur Schnittstelle, da sieht man dann auch wieder den Unterschied zwischen einem Big Data Unternehmen und einem einfachen Marketing Unternehmen. Die wollen natürlich wahrscheinlich auch noch die Datensätze dann auch für sich vielleicht noch ein bisschen in der Hinterhand behalten, um andere Sachen oder weiterführende Sachen dann noch vielleicht mit durchzuführen. Ja klar, also ich gehe mal fest davon aus, mit diesen Informationen kannst du noch viel, viel mehr machen, als einfach nur eben zu sehen, ja, welche politische Gesinnung hat eben derjenige, der da auf Facebook unterwegs ist und deren Freundeskreis. Ich meine, das sind so viele Informationen. Du siehst, wo sich die Leute bewegen, wo sie in Urlaub hinfahren. Und wenn ich so ein Big Data Unternehmen bin, dann habe ich vielleicht auch Kunden in anderen Branchen, die eben sich genau für sowas interessieren. Was sind so die Lieblingsurlaubsländer und so weiter? Das sind jetzt harmlose Beispiele. Da gibt es bestimmt auch Sachen, die sind noch ein bisschen, ja, nicht so trivial, wenn es dann um Thema Religion, Sexualität geht und ja, vielleicht auch Interessen von irgendwelchen Gruppen, die etwas umstritten sind, sagen wir es mal so, dann wird es schon echt haarig. Und diese Infos hat halt jetzt eben dieses Unternehmen. Und ich denke, es ist aber auch schwierig, sowas zu unterbinden. Also ich finde es total schwierig, auch technisch was dagegen zu machen. Das ist immer so der Punkt, weil viele sagen dann, ja, gerade in Bayern kennen wir uns ja mit der CDU-CSU aus, die wollen da immer gleich mit dem Holzhammer draufhauen bei solchen Sachen. Ob das jetzt Datenschutz ist oder irgendwas anderes. Wie würde denn so eine Holzhammer-Methode aussehen? Und da fällt mir im ersten Moment gar nichts ein, außer die Plattform einfach dicht zu machen. Ist ja auch keine Lösung zu sagen, okay, es gibt kein Facebook mehr. Und dann muss man die andere Seite sehen, die müssen Geld verdienen. Ja klar, also auch Facebook, auch wenn sie aktuell finanziell sehr gut dastehen, aber die müssen ja auch irgendwie Gewinn generieren oder Einnahmen generieren. Also es wird echt schwierig und es gibt ja auch Methoden, sag ich mal, da muss ich gar keine Facebook-API haben. Also wenn jemand ein Profil hat auf Facebook, das öffentlich ist, das ich mit einem Webcrawler abfangen kann, dann ist die Sache sowieso gelaufen, weil die Daten, die bekomme ich dann sowieso. Und da ist halt die Frage auch, Stichwort Medienkompetenz, wie kompetent sind denn die Leute? Zum Beispiel diese Freundes-Freunde-Geschichte. Die wären nicht so einfach möglich, wenn der Freund von demjenigen, der das Formular ausfällt, vielleicht seine ganzen Sachen ein bisschen eingeschränkt hätte und sagt, okay, der Freund darf jetzt nicht alles sehen auf Facebook. Aber sind wir mal ehrlich, also wie viele Nicht-ITler gibt's, die ihr Profil komplett offen lassen, weil sie einfach keine Zeit, keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es vielleicht zu kompliziert ist, keine Ahnung, oder weil sie sich dessen gar nicht bewusst sind, dass das irgendwie eine Gefahr darstellt. Also, das ist dann auch wieder so eine Geschichte. Georg, du hast ja, du bist so ein bisschen das Beispiel dafür, dass man auch vielleicht mal ein paar Monate ohne Facebook auskommt. Du hast dich ja mal von deinem Facebook-Account getrennt, kurzer Zeit, und dann hattest du wieder einen Account. Vielleicht kannst du mal kurz Ja. erzählen, erstmal, warum du dich davon verabschiedet hast, vielleicht ganz kurz, und warum du dann gesagt hast, hey, ich brauche ja doch wieder einen. Ja, also die Sache, warum ich mich damals von Facebook verabschiedet habe, ist halt einfach, weil man da so viel unsinnige Zeit verschwendet und weil eigentlich niemand was Sinnvolles mehr gepostet hat. Und es war einfach nur noch eine Zeitverschwendung. Weshalb ich jetzt wieder Facebook habe nach mehreren Jahren. Ja, weil wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, die werden natürlich bloß über Facebook bekannt gegeben. Und das hat mich eben lange Zeit eben angekotzt, dass du halt, dass man da halt so außen vor ist, was so im Dorf abgeht und so weiter und welche Veranstaltungen in der Nähe sind. Und eigentlich war nur das der Grund, warum ich Facebook wieder habe. Es ist schlimmer geworden, es ist noch dümmer geworden, was auf Facebook gepostet wird und es ist noch unrelevanter. Das Einzige, was gepostet wird in meinem Freundeskreis, ist, hey, ich gehe auf die Veranstaltung. Ja. Und da sehe ich es, also, weiß nicht, ich bin kein Freund mehr von Facebook. Wenn er nur, oder der einzige Nutzen ist halt als Veranstaltungs-App für mich. Aber man merkt immer mehr,
das hat man schon bei den anderen Plattformen irgendwie gesehen, wenn die dann so zum Mainstream werden, dann werden die immer schlechter, weil dann wird immer mehr Werbung reingepackt, dann gibt es immer mehr Leute, die da ein Geschäft sehen auf so einer Social-Media-Plattform und die wollen dann halt Werbung schalten, die wollen Daten haben, die wollen Daten auswerten, die wollen Leute vielleicht auch manipulieren. Ich meine, es sind ja nicht nur gutgesinnte Leute auf der Plattform unterwegs und dann merkst du halt, wie so eine Plattform echt nicht mehr nutzbar wird oder halt keinen Mehrwert mehr bietet irgendwie für den User. Also so ging es mir damals auch mit SchülerVZ. Ich weiß nicht, von euch, war da jemand in SchülerVZ unterwegs Nee, oder? ich Nein, hab's nein, dann, nein. hab dann Okay. damals gleich Facebook Genau. gehabt. Ja, also wie gesagt, ich war damals ja auch bei SchülerVZ. Das war am Anfang alles recht cool. Das war so ein kleiner elitärer Kreis, der halt sich gebildet hat, weil du wurdest ja auch eingeladen und dann war das okay. Du hattest da deine Klassenkameraden, hattest vielleicht noch ein paar Bekannte aus dem Dorf oder so mit drin gehabt. Dann war das okay. Aber dann kam halt irgendwann so der Punkt, okay, jetzt müssen die Geld verdienen. Dann ist Werbung verschickt worden als PM-Nachricht. Das ist ja heutzutage wäre das ein No-Go, wenn du dann bei Facebook auf einmal ja, Werbung bekommst, die dann auch von Boah. Facebook verschickt wird als PM. Aber das haben die damals halt gemacht und dann hast du gemerkt, okay, langsam steht's echt schlecht um die Plattform. Oder es wurde dann halt immer mehr, was Twitter mittlerweile macht, aber ein bisschen subtiler, dass eben dann so Sponsored Posts einfach eingeblendet wurden in deinem Nachrichtenstream und so. Und dann wurde es echt uncool. Ja, und dann war auch so der Punkt, wo ich dann relativ schnell dann auf Facebook bin. Und Facebook war ja damals noch nicht übersetzt. Also in Deutschland hat es noch nicht so stattgefunden. Aber ich habe mich halt schon mal registriert, habe gedacht, naja, es kann ja nicht schaden, wenn du schon mal einen Account dort hast. Aber das war dann auch so der Punkt, wo man relativ schnell merkt, okay, die Plattform stirbt. Und dieses Gefühl habe ich jetzt auch irgendwie so bei Facebook. Das Schlimme ist bei Facebook, dass die nicht so dumm waren wie SchülerVZ und mehr oder weniger ihr ganzes Businessmodell so gelassen haben und gewartet haben, bis sie gegen den Eisberg fahren mit dem Schiff, sondern Facebook entwickelt sich weiter. Facebook hat Instagram gekauft, Facebook hat WhatsApp gekauft, die haben die Oculus-Geschichte, VR-Geschichte gekauft oder mitentwickelt. Also die versuchen weiterhin natürlich ihre Plattform groß zu halten und in manchen Ländern ist es halt so, dass Facebook so das Internet darstellt und dann wird es echt problematisch. Und wo ich so ein bisschen ein Problem kriege, wenn wir beim Thema sind, ja, es gibt keine Alternative oder man wird gezwungen zu Facebook, das ist das Thema WhatsApp. Ich habe mich lange Zeit wirklich versucht, dazu als IT-Sicherheitsmensch da ein bisschen zu wehren gegen WhatsApp, aber man hat mittlerweile eigentlich keine Chance mehr. Also wenn du im sozialen Leben noch stattfinden willst, was ich ja möchte, dann hast du einfach keine Möglichkeit mehr von WhatsApp wegzugehen. Wir haben jetzt, ich meine, das ist auch kein Geheimnis, bei QSO4U haben wir jetzt Threema als internen Messenger. Das funktioniert ganz gut, aber das funktioniert halt nur in diesem Bereich, in diesem sektenartigen Gebilde QSO4U. Nein, Spaß. Use Genau, nein, Spaß, aber halt in solchen Kreisen, wo eben gleichgesinnte Leute sind, die halt auch wissen, okay, WhatsApp ist jetzt nicht so geil und wenn man eine Alternative hat, dann ist es okay und man benutzt sie auch, aber so im Privatleben, versucht da mal irgendwie im Sportverein oder so im Freundeskreis, der jetzt nicht im IT-Sektor ist oder mit Datenschutz irgendwas am Hut hat, versucht da mal so einen Messenger wie Threema oder irgendwas anderes, Signal oder wie sie alle denn heißen oder halt auch Telegram zu etablieren. Das wird echt schwierig, glaube ich. Ist so meine Erfahrung. Und ja, Georg Ja, oder ich wollte Tobi? nichts sagen. Ja, ich wollte noch vielleicht noch zu WhatsApp. WhatsApp ist halt so ein bisschen das Junkfood unter den Messengern, würde ich mal sagen. Es ist schnell, billig und einfach. Es ist nicht wirklich gut auch. Also es gibt Sachen, wo ich sage, okay, das haben andere Messenger besser hingekriegt. Aber wie gesagt, es ist halt einfach, und es ist einfach zu bedienen, das hat die Masse. Und das ist halt auch das Problem, weil die Leute halt sagen, okay, warum soll ich mir dann einen anderen Messenger installieren, wenn ich nur 5 Leute auf dem Messenger habe? Stimmt natürlich auch, klar. Wenn ich das jetzt als Business-Geschichte nutze, also ich meine, in meinem Daily Business habe ich das auch im Einsatz, Threema, aber das liegt halt einfach daran, weil das Unternehmen gesagt hat, okay, wir nehmen das jetzt als zentrale Messaging-Lösung. Aber das muss halt erstmal einer, diese Entscheidung muss erstmal einer treffen und auch durchsetzen und die Leute auch davon überzeugen. Und das ist halt einfach schwierig. Das geht im Geschäftsleben noch ganz gut, aber wenn du dann
Opa und Oma und dann Tanten und was weiß ich, die dann davon überzeugen willst oder auch, sag ich mal, ein Freundeskreis, wie schon gesagt, der halt nicht im IT-Sektor tätig ist, dann wird das schon echt schwierig. Und das ist, glaube ich, so ein großes Problem. Aber da habe ich, um nochmal den Schwenk zurück zu Facebook zu bekommen, da habe ich halt echt Bedenken, dass WhatsApp und Instagram wird ja auch immer größer, dass das in Zukunft wirklich die Kanäle sein werden, wo eben Facebook Daten abzapft. Da werden viele jetzt schreiben, ja, WhatsApp ist ja end-zu-end verschlüsselt. Stimmt. Problem an der Sache ist allerdings, dass die Metadaten trotzdem bei Facebook liegen. Also sprich, wann du mit deinem Handy dich wo befindest, mit wem du schreibst und ungefähr wie lang die Texte auch sind. Sowas sehen die ja trotzdem, auch wenn es verschlüsselt ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, es stimmt. Es gibt ja auch mittlerweile Leute, die sagen, ja, die End-zu-End-Verschlüsselung von WhatsApp ist völliger Humbug. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeprüft oder so. Aber es gibt halt IT-Sicherheitsexperten, die sagen, naja, es ist eher so eine Alibi-Verschlüsselung. In Wirklichkeit können die nach wie vor an die ganzen Daten ran. Und es kann sein, es muss nicht sein, aber wie gesagt, es ist immer so ein bisschen ungutes Gefühl bei WhatsApp auch. Und ich sag mal so, ich würde jetzt keine Passwörter per WhatsApp verschicken. Die würde ich dann eher bei einem anderen Krypto-Messenger verschicken. Und sind halt manche Sachen, ja, man muss halt auch immer überlegen, was schreibe ich. Wenn ich jetzt schreibe, okay, wir treffen uns morgen irgendwo, naja, okay, ist zwar auch ein Datensatz, mit dem man was anfangen könnte, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Da ist halt auch wieder die Frage, wo setzt man da die Grenze? Man kann ganz paranoid sein und kann sagen, okay, das schreibe ich nie mehr über WhatsApp und findet halt in seinem Freundeskreis überhaupt nicht mehr statt. Oder man sagt, okay, man schreibt halt, aber so ganz private Sachen oder so, die werden halt dann eben nicht über WhatsApp geteilt. Also so halte ich das zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet oder ob euch das völlig egal ist. Naja, also ich sehe, ich benutze WhatsApp ähnlich. Ganz einfach auch teilweise mit dem Studium. Erste Aktion hier mit den neuen Kommilitonen. Ja, lass mal eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Ja, klar. Und also ich behaupte jetzt mal, auf WhatsApp kann man sagen, was ich jetzt auch in der Öffentlichkeit oder irgendwo in einem Lokal oder Café zu den Leuten sagen würde. Ja, das genau. Ist auf die Art, keine Ahnung, wir treffen uns heute Abend um 8 im Kino, um den Film zu schauen. Ja. Was, aber das ist jetzt nicht die Datensache, aber was halt WhatsApp immer noch so ein bisschen auch ist, dass teilweise Leute einen halt auch dann immer abartig mit zuspammen, aber das hat jetzt da hier nichts verloren. Da können wir ja nochmal eine separate Folge machen mit Messengern und welches Verhalten das mittlerweile auch auslöst bei manchen Leuten. Da gibt es auch lustige Stories. Und auch so Zeug wie einfach mal Bekannte oder was, wo man dann sagt, so ja, ich schreibe dich dann einfach deswegen mal bei WhatsApp an oder was. Ja, klar. Ja. Es ist halt auch immer so eine Sache, man muss eh vorsichtig sein, was man in irgendwelche elektronische Kommunikation verschickt, weil keine Art von elektronischer Kommunikation ist sicher, nicht mal die du per schriftlich machst. Das Einzige, was, glaube ich, funktionieren würde, ist, wenn du irgendjemanden dann in eine Bunke einlädst und in einem schalldichten Raum demjenigen das sagen würde. Jetzt kommen wir mal in eine ganz, ganz paranoide Richtung. Du, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Ja, klar. Also wenn du wirklich 100% sicher sein willst, dass es niemand mitkriegt. Wer weiß, wie viele Leute jetzt gerade hier zuhören, während ich das hier aufzeichne mit euch. Ja. Ja, das ist halt die Sache. Man muss es halt immer schauen, was will ich wo wem geben und wer könnte mithören. WhatsApp, okay, wie du gesagt hast, Pappmaché Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie manche denken oder es ja. Manche sagen. Ja, okay, die Sache ist die, du kannst aber auch eine normale SMS relativ gut mitlesen. Wenn das, du kannst SMS vor allem auch fälschen, eben. Das ist auch so ein Punkt. Von daher. Haben wir übrigens auf dem Kanal hier schon mal gezeigt beim Live-Hacking von Sebastian Schreiber, muss ich einfach nur mal kurz sagen. Und von daher, also. Wie du gesagt hast, auch diese ganze Sache mit digitaler Awareness und was weiß ich alles, muss auf jeden Fall mehr in die breite Masse übergehen. Weil im Grunde sind das die Leute, die dann solche Sachen überhaupt erst möglich machen. Solche Skandale und was weiß ich halt, die Leute, die sich weder mit auseinandersetzen und halt mehr oder weniger mit beiden Händen ihre Daten in den Orkus des Internets schmeißen. Ja, genau.
Oder was mich jetzt umgehauen hat, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber Stichwort Medienkompetenz, also wie ihr das mitgekriegt habt, irgendwo, ich glaube in Würzburg war das, wo irgendwelche Teenager über WhatsApp ein Porno von sich verbreitet haben, irgendwie 13, 14 Jahre alt. Ich gedacht habe, ey Leute, was ist denn mit euch verkehrt? Ne? Ich meine, diese Filmchen anzufertigen ist die eine Geschichte. Das sehe ich jetzt mal ganz neutral. Wir sind hier nicht in Amerika oder so, dass alle total Brüder sind und sagen, hey, so, boah, wie kann denn nur? Sowas gibt's doch nicht. Sex, das gibt's doch nicht. Aber die Hol andere das Sache ist, Weihwasser. genau, die andere Sache ist doch eben der Punkt, dass sowas einfach über WhatsApp verbreitet wird, wo man sich dann denkt, okay, dass da nicht mal einer dort saß, nicht mal ein einziger und hat gesagt, hey, wenn wir das jetzt auf WhatsApp verschicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tausende andere Leute bekommen, doch relativ hoch. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich mir denke, ey Leute, denkt doch mal nach, bevor ihr irgendwas postet. Es ist einfach irgendwie, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, um das Thema mal abzuschließen, denkt einfach nach, was ihr wo schreibt und seid auch dessen bewusst, dass sowas auch veröffentlicht werden kann. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, diese ganzen Data Breaches, also irgendwelche Datenskandale, dass Plattformen gehackt werden und dann irgendwelche Konversationen veröffentlicht werden, das ist einfach so ein Punkt, dessen muss man sich vielleicht bewusst sein. Und ich bin neulich auch ein bisschen demütig geworden, wie ich mal so in mich gegangen bin, habe überlegt, Mensch, früher habe ich nämlich den Facebook Messenger sehr intensiv genutzt. Was wäre jetzt, wenn wirklich mal so ein riesengroßer Data Breach bei Facebook wäre und man könnte meinen kompletten Chatverlauf im Facebook Messenger lesen? Und da habe ich gedacht, oh, das wäre echt scheiße, weil das Ding nutzt, habe ich halt damals wirklich sehr intensiv genutzt, habe sehr viel mit Leuten gechattet und da waren teilweise auch Sachen dabei, wo ich sage, okay, die sind jetzt eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sind jetzt keine Passwörter oder so und ich möchte jetzt hier keine falschen Begehrlichkeiten wecken, dass jemand denkt, boah, ich muss von dem Kolb unbedingt den Facebook-Account knacken, Oho, weil dunkle Geheimnisse. dann erfahre ich die dunklen Geheimnisse. Nee, aber es sind halt einfach so Sachen, die jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehören, wo ich sage, okay, das geht vielleicht auch in Richtung von Persönlichkeiten, dass man gesagt hat, ey, was war denn das wieder für ein Arschloch, was ich da getroffen habe? Nur mal so als Beispiel. Aber, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ey, wenn das öffentlich wird, dann hast du echt ein Problem. Aber da haben viele Leute, glaube ich, ein Problem, weil ich kenne sehr, sehr viele Leute. Deswegen hat es damals für mich einfach so gut funktioniert, Facebook als zentralen Messenger zu benutzen, weil das halt viele andere auch gemacht haben und gesagt haben, okay, jeder hat Facebook, wir sind auf Facebook alle befreundet und so weiter, lass doch mal chatten. Also auch lange Zeit bei QSO4U intern. Also ich weiß noch, wir hatten vor ein paar Jahren noch eine Facebook-Gruppe, eine interne, wo wir halt jede Menge über Facebook geklärt haben, bevor wir jetzt in diese IT-Sicherheits-Datenschutz-Geschichte gekommen sind bei QSO4U und das halt ein bisschen kritischer gesehen haben und alles und teilweise jetzt unsere eigenen Plattformen für solche Informationen haben. Aber damals lief das alles über Facebook. Und wenn man sich mal überlegt, so eine Plattform wird dann auf einmal aufgebrochen und jeder kann das alles lesen. Schlecht. Und das ist ja bei Dropbox zum Beispiel schon mal passiert. Also falls jetzt jemand sagt, oh, sowas passiert doch nicht, so dämlich kann doch keiner sein. Vor ein paar Jahren konnte man sich bei Facebook mal für einen halben Tag, bei Facebook, bei Dropbox, für einen halben Tag mit jedem Passwort in jeden Account anmelden. Also man musste nur wissen, welche E-Mail-Adresse verwendet der bei Dropbox, und konnte irgendein Passwort eingeben und war dann in der Dropbox drin. Und das ist so ein Punkt, wo ich echt, da wird mir ganz anders, ehrlich gesagt. Da dreht sich einem alles Mögliche um. Das Genau, ist aber ja. Halt auch so eine Sache. Muss halt aufpassen, was man macht. Und beziehungsweise der Fehler muss ja nicht mal bei einem selber liegen. Richtig, ja. Aber das nur mal so jetzt allgemein, um das Thema abzuschließen. Ich glaube, wir haben sehr viel jetzt darüber diskutiert. Man kann jetzt letztendlich sagen, naja, ist es ein Skandal? Ich weiß es nicht. Also ich würde mal sagen, es ist praktisch kein großer Skandal aus meiner Sicht, weil, wie du schon gesagt hast, Tobi, man konnte eigentlich nur darauf warten, dass mal sowas passiert, weil die Daten werden erzeugt, die Daten werden gespeichert und dann ist mein Grundsatz immer, wo ich immer sage, Mensch, wo Daten anfallen, können sie eben auch missbraucht werden und das ist halt genau da passiert. Man kann Facebook, kann man ein bisschen natürlich ankreiden, dass die ja, die API nicht richtig abgesichert haben, aber man kann Facebook auch nicht für alles verantwortlich machen. Wenn jetzt der User, sag ich mal, alles offen lässt, dann ist es vielleicht auch Teilschuld vom User. Und ja, zum anderen, naja, Cambridge Analytica, naja, du hast es ja schon gesagt,
Das ist jetzt nicht eines der sympathischsten Unternehmen, wenn man jetzt mal mit dem Datenschutz auf das Unternehmen guckt. Naja, das ist halt dann so. Und vor allem, man muss sich ja überlegen, das Cambridge Analytica, das war jetzt nur eins von vielen möglichen. Da hat jetzt einer mal seinen Mund aufgemacht, aber ich will nicht wissen, wie viele Firmen da noch schlimmer sind als Cambridge Analytica und da ihr Unwesen treiben und die Welt manipulieren, Vor wenn man allem, so schon will. was mit den Daten halt jetzt danach passiert. Ich meine, die Daten, die sind jetzt auf den Servern von Cambridge Analytica. Werden die noch für andere Kunden verwendet oder eben nicht? Das ist halt immer das so der Punkt. Und wenn ich sehe, wie viel ja Unternehmen allein KursOVU anschreiben und uns irgendwelche Kundendatenbanken verkaufen wollen, also das ist irre. Und das sind die, wie soll ich sagen, kleineren Unternehmen. Dann möchte ich nicht wissen, wie viel die Großen halt anschreiben an Unternehmen, die dann auch wirklich mal ja sagen und sagen, hey, ja, schieb mir doch mal so eine Festplatte rüber mit Daten. Ich kann damit bestimmt was anfangen. Und das ist halt einfach so der Punkt, ne? Man weiß nicht, was mit den Daten jetzt passiert. Und wir haben am Ende der Sendung oder des Podcasts auch noch ein anderes Thema. Da geht es mal wieder um einen Data Breach, nur ganz kurz. Aber da haben wir halt auch wieder die Situation, die Daten sind jetzt im Netz. Ich bin übrigens auch betroffen, schon mal Spoiler. Und man weiß halt auch nicht, was wird mit den Daten gemacht. Ne? Die Daten sind jetzt vielleicht im Umlauf, vielleicht auch bei einem Data Breach im Darknet. Man weiß es nicht. Und werden lustig verkauft und vielleicht auch lustig für irgendwelche Sachen missbraucht. Und da muss man halt einfach dann gucken, was passiert damit. Aber ja, Daten ist halt, und jetzt hau ich mal so eine Phrase raus, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Den Satz wollte ich hier schon immer mal anbringen, jetzt habe ich ihn angebracht, aber ein bisschen was ist dann da doch dran, muss man wirklich sagen. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal zu einem etwas erfreulicheren Thema rüber. Und ich habe auch keine wirkliche Überleitung dazu. Naja, man könnte sagen, Daten fallen da auch an zur Leipziger Buchmesse. Georg, du warst auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal. Ich muss sagen, ich kenne die nur vom Namen, ich weiß, was da passiert, aber ich war noch nie da. Und du kannst vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was so als Neuling, was dir da so aufgefallen ist oder was vielleicht ein bisschen im Vergleich zu den anderen Messen anders ist. Und ist sie denn überhaupt empfehlenswert für Nerds wie wir oder ist, sagst du, hey, das ist jetzt wirklich nur was für Leute, die halt im Buchsinne nerdig sind, aber nicht im IT-Sinne? Naja, also Gamer werden auf jeden Fall durch die Cosplays versorgt, die richtig genial sind und sehr vielzählig. Also da kann man sich echt nicht beschweren. So als nicht richtiger Bücherwurm, sondern so, ich lese jetzt mal vielleicht einmal in der Woche ein bisschen irgendein Buch. Weiß ich nicht, ob die Messe wirklich was ist. Weil ich war auf der Messe und ich frage mich danach immer noch, wer oder was geht auf so eine Messe und was kann man da tun? Selbst nachdem ich auf der Messe war, kann ich diese Okay. Frage leider nicht beantworten. Diese Frage wollte ich dir eigentlich stellen, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt auf die Gamescom gehe, dann weiß ich genau, was mich erwartet eigentlich. Das sind dann eben die Publisher und dann kann ich was anzocken, habe vielleicht irgendwelche Shows auf der Messe und es gibt halt Leute, die wollen halt auch was verkaufen. Aber das ist es jetzt auch so, also was ich mir vorstellen könnte bei der fragen wir mal anders, bei der Leipziger Buchmesse, dass dann da zum Beispiel auch Verlage dort sind und aus Büchern vorlesen, oder ist es da eher nicht so? Hast du das erlebt? Eher selten. Also es sind eigentlich nur große Verlage da, Ja. aber es wird kaum vorgelesen. Es ist eigentlich schon eine Besonderheit, wenn mal irgendein Verlag dann Stand hat, wo jemand was daraus vorliest. Also Okay. es sind halt so ein bisschen so teilweise lieblos gestaltete Stände, wo halt Bücher ausgestellt werden und irgendwer dasteht. Okay, und du kannst dich dann auch hinsetzen und kannst das Buch nehmen und mal kurz reinlesen, oder wollen die einfach nur mit dir sprechen dann? Die wollen nur mit dir sprechen. Ja, ist ja Also, auch super. und das Buchangebot ist jetzt nicht so gut. Also, wie soll ich sagen, es ist nicht geordnet. Es gibt jetzt nicht so eine große Fantasy-Abteilung, wo du sagst, ha, da kann ich mir jetzt mein neues Fantasy-Buch raussuchen oder meinen neuen Krimi. Also, wer neue Bücher entdecken will, der sollte besser in einen gut sortierten Bücherladen gehen, als auf die Leipziger Buchmesse, meiner Meinung nach.
Aber Okay, das ist ja gut. mein erster Eindruck. Okay. War da viel los oder wie war das vergleichbar mit Gamescom oder mit Cebit oder sagst du, naja, eher weniger? Also in den Ausstellerhallen, wo nur Bücher ausgestellt wurden, da war relativ wenig los, wenn man das jetzt mit der Gamescom vergleicht. Wenn wir jetzt also während der Leipziger Buchmesse ist ja parallel noch die Manga-Con, die da stattfindet. Da hast du schon eher das so Gamescom-Feeling, also mit Okay, Gruppenkuscheln. krass. Obwohl Gamescom immer noch ein bisschen voller ist, aber Das glaube ich ja. Das war trotz. jetzt so das Extrembeispiel für eine Messe, wo eben viel los ist. Das Aber so ist. eher kann ich mir das so vorstellen, vielleicht wie bei der Itza oder so. Ja, also in diesem normalen Buchbereich eher das so wie die Itza. Okay. Und das ist ja dann bestimmt auch in dieser Halle sehr ruhig oder ist es trotzdem eine gewisse Lärmkulisse halt? Ich meine, klar, so wie auf der Gamescom wird es nicht sein mit. Wie soll ich sagen, Halligalli-Drecksau-Party, sondern da ist dann schon ein bisschen seriöser wahrscheinlich, aber da, ich denke mal, das ist doch dann relativ ruhig, Es oder? ist relativ ruhig. Du hast halt bloß dieses Geräusch, wenn Leute miteinander reden. Ja, Was gut. ich so gehört habe, ich kann es jetzt aber leider nicht bestätigen, ist, dass sich dann viele beschwert haben, wenn Stände Musik abgespielt haben. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Das. Du willst dich da mal reinschmökern und auf einmal macht der da irgendwie Scooter an oder sonst was. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Wäre mir jetzt aber tatsächlich nicht so aufgefallen, dass irgendwer zu laut Ja. Mu Musik aufgedreht hätte. Also, das könnte ich jetzt nicht sagen. Eine Sache, wo ich mich aber immer noch ärgere, ist, dass die Übersicht von den Vorträgen ein bisschen schlecht auf der Desktop-Seite ist. Weil, ich meine, es gibt viele Vorträge auf der Leipziger Buchmesse von Autoren, von irgendwelchen. Zum Beispiel vom BR und ARD hätte es dann auch so Podiumsdiskussionen gegeben. Aber Okay. man kann die nicht so richtig einsehen. Also auf der Messe selber, da musst du an den Stand hingehen, wenn du es wissen willst. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so riesige Leinwände, wo sagen, da in Halle 3 ist um 15 Uhr ein Vortrag und in Halle 2 ist um 16 Uhr ein Vortrag. Oder wo man einfach so ein gebündeltes Angebot hat, wo man dann sagen kann, okay, da gehe ich dann mal um 16 Uhr dahin, weil das hört sich interessant an. Ja, das ist ja so die Art und Weise, wie ich eigentlich immer zum Beispiel auch die Itza vorbereite oder halt auch andere IT-Messen, dass ich sage, okay, ich guck mal auf der Seite. Meistens haben die dann eben, wie du sagst, so einen Veranstaltungskalender und dann sage ich, okay, der Vortrag ist interessant vielleicht für unseren YouTube-Kanal oder eben für die Website oder für mich persönlich. Und das interessiert mich halt aus den und den Gründen. Und das machen wir auch bei der Gamescom eigentlich so meistens. Oder gucken halt dann direkt bei den Publishern oder haben die Pressemitteilungen von diesen Firmen abonniert. Aber scheinbar musst du halt dann, wenn du Bücherwurm bist oder halt dann auch Journalist in dem Bereich, was wir ja nicht sind, dann musst du scheinbar halt wahrscheinlich wirklich direkt auf die Pressestellen von den Verlagen losgehen und dann dort halt irgendwie tätig werden. War eigentlich viel, ja? Ich wollte jetzt gar nichts sagen. Ach so, okay, hast nur Luft Ja. geholt. Okay, nee, was wollte ich jetzt fragen? Ach ja, war eigentlich viel Presse dort unterwegs oder war das eher so dezent, dass die, ich meine, gut, was willst du über eine Buchmesse berichten? Das ist dann auch wieder so eine Geschichte, ne? Es war jetzt nicht wenig, aber auch nicht so viel. Es war so mittelmäßig. Also man hat schon Presse auf jeden Fall mitbekommen. Wahrgenommen. Und YouTuber hast du da jetzt nicht irgendwie gesehen, wo du sagst, so aus unserem Dunstkreis, die wir halt kennen, aus der Gaming-Szene oder Tech-Szene oder wie auch immer. Nicht wirklich. Also es sind schon zwei Leute, die dann in Cosplays waren, die dann moderiert haben und ein Kameramann ist vor denen hergelaufen. Die Ja. könnten schon irgendwie bekannt sein, aber ich hätte sie jetzt nicht erkannt. Wahrscheinlich halt in der Manga- oder Cosplay-Szene wahrscheinlich kennt man die da und wir kennen die jetzt gar nicht. Kann ja sein, ne? Das weiß man ja mal nicht so. Genau. Also ich weiß aus sicherer Quelle halt, dass die Leipziger Buchmesse, das kann ich jetzt nochmal sagen, als jemand, der noch nicht da war, aber halt sich mit Leuten unterhalten hat, die eben dort mal als Aussteller tätig waren, dass halt die Standpreise jenseits von Gut und Böse sind. Und dann gibt's halt auch noch das Problem, wenn du zum Beispiel einen
Laden hast, dass du dort in bestimmten Bereichen auch gar keine Mangas und so weiter verkaufen darfst. Also du darfst zwar was ausstellen, aber was willst du als Laden dann dort, ne? Wenn du ein Laden bist, dann möchtest du auch gleich demjenigen sagen, hey, wenn du dich nett unterhalten hast mit dem, hier ist das passende Manga dazu, das ist cool, nimm's doch gleich mit. Ich gebe dir noch 2 € Rabatt und dann passt die Sache. Geht nicht. Deswegen ist es, denke ich mal, für viele dann unattraktiv oder halt auch so ein kleiner Infostand. Es gibt ja auch eben Veranstaltungen, Cosplay-Treffen und so weiter, die da natürlich gerne vor Ort sein möchten und sich eben präsentieren. Aber für die ist es halt eben nicht lukrativ, auf die Leipziger Buchmesse zu gehen, weil das halt eben so teuer ist. Und das sind halt wieder so Punkte. Klar, so eine Messe kostet Geld, da braucht man nicht drüber zu reden, aber es ist halt dann auch blöd, wenn halt so kleinere Geschichten überhaupt keine Chance haben, sich dort zu präsentieren. Das ist halt immer der Punkt, was immer so ein bisschen leicht schade dann ist, ne? Und muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Vielleicht gehe ich nächstes Jahr auch mal hin. Ach ja, würdest du noch mal hingehen? So, mal so gefragt. Ja, tatsächlich würde ich wieder hingehen, aber diesmal mit einer anderen Erwartungshaltung. Also ich würde jetzt nicht mehr hauptsächlich von der mega tollen Buchmesse hingehen. Also ich würde eher dafür die Cosplays hingehen, weil die sind wirklich vielseitig und mit Liebe gemacht und du merkst es den Leuten auch an, die leben ihre Rollen und das ist so faszinierend. Also da hat es mich echt umgehaut. Ist es besser als auf dem, ja, Cosplay Village von der Gamescom, Definitiv. oder ist das Also das vergleichbar? ist nicht vergleichbar, das Okay. ist eine komplett andere Dimension. Ich glaube, das dürfte so auch, was es heißt, das größte Cosplay-Treffen sein auf der Leipziger Buchmesse. Also die Okay, Haupthalle krass. ist voll und man kann eigentlich einen ganzen Tag damit verbringen, auf der großen Treppe zu hocken und dann mit einem Kumpel sich zu unterhalten. Oh, schau mal, da hat sich jemand als das verkleidet. Oh Mann. Den Anime kenne ich auch noch. Oh, das ist lange her, wo ich den angeschaut habe. Tatsächlich, wie gesagt, den ganzen Tag auf die Treppe hocken, es funktioniert auch und es ist eigentlich auch ein tolles Erlebnis. Ja, oder halt auch Bilder zum Beispiel zu machen von den Cosplays. Das höre ich ja auch immer wieder von Bekannten, die dann sagen, hey, da kann man echt gute Shots machen und die machen da auch gut mit, weil das ist für die ja auch cool, wenn sie gut in Szene gesetzt werden oder vielleicht sogar die Bilder dann auch noch bekommen, Richtig. dann für irgendwas verwenden können, ne? Also, wenn man Cosplayer Ja. fotografieren will, ich kann die Leipziger Buchmesse nur empfehlen. Aber jetzt noch eine letzte Sache, was mich ziemlich ärgert. Jan-Philipp Zimny, das ist so ein Poetry Slammer, den ich sehr verehre, der war auch da. Und das habe ich 3 Tage danach mitbekommen, dass er dort war. Das ärgert, das wurmt mich immer noch. Hätte ich gewusst, dass der da ist, ich wäre sofort hingegangen. Ich hätte mich auch Ja. hingestellt. Ich habe ja auch gehört, dass da schon alles ausgebucht war. Ich hätte mich irgendwo in den Dunstkreis hingestellt, wenigstens. Aber, In der Aura von ihm ja, wenn es auch nur sozusagen. die Aura gewesen wäre. Ja, man muss dazu sagen, ihr seht Georg nicht, aber Georg ist jetzt nicht gerade der Größte, um ihn jetzt nicht mal hier zu diskriminieren oder so, aber es ist halt einfach Fakt und dann ist es halt schon ein bisschen schwierig, wenn da eine riesen Menschenmenge steht, vor allem wenn dann solche Schränke dastehen wie ich zum Beispiel oder Felix, dann wird es halt echt schwierig, ne, Ja, da auf so muss einer man Messe. halt die Taktik der Kleinen anwenden. Du musst hoffen, dass irgendwer sein Handy hochhält und es filmt. Man muss halt auf dem Display Ja gut, schauen. das ist dann eine andere Geschichte. Ja, das kann man machen. Oder Oder man nimmst du muss eine sich Kiste irgendwie mit? eine Kiste, genau, oder eine Leiter oder sowas. Wäre auch eine Option. Genau. Ja, letztes Jahr oder wann, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat ja Mr. Trashpack dort sein Buch, und ihr seht gerade nicht, dass ich hier gerade Aber Anführungsstriche in die jetzt Luft wird's mache, sehen. auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Naja, zum Thema Buch, ich meine, wenn YouTuber Bücher machen, ich meine, da, das ist ja wieder so eine Geschichte, da kann man Die haben auch schon mal ja, versucht, Filme zu machen. richtig, die haben auch schon mal versucht, Kinofilme zu Ja. machen, und das war ja auch nur so semi-erfolgreich, war, glaube ich, so, war nicht sogar Kartoffelsalat der schlechteste Film Deutschlands oder so, Könnte irgendwie hinkommen, sowas. ja. Ich glaube, da, die haben sogar irgendwie, da gibt es sogar diese Auszeichnungen, diese Anti-Auszeichnungen. Oh Gott, ich bin so schlecht, was Filme angeht, aber ihr wisst, was ich meine.
Und da, ich glaube, die haben den geholt für Kartoffelsalat. Naja, auf jeden Fall hat er da auch damals sein Buch vorgestellt und da war auch so das Thema, ja, kommt doch da alle hin und so. Und ich weiß nur, da gab es irgendwie Probleme, weil der wollte die da irgendwie kostenlos auf die Messe lassen, die halt zu seiner Autogrammstunde kommen wollen. Und das ging halt nicht. Also die Leute mussten sich dann irgendwie ein Ticket kaufen und nochmal für die Autogrammstunde ein Extra-Ticket oder irgendwas. Also es war auf jeden Fall wieder so eine riesen Scheiße auf gut Deutsch. Weil es halt nicht so geklappt hat, wie es sollte. Aber Georg, wärst du da auch hingegangen? Oder wärst du nur zu dem gegangen? So Mr. Trashpack mal sehen. Ich meine, er ist ein Leidensgenosse von mir. Er ist genauso groß wie ich. Also. Okay, hättest zumindest mal auf Augenhöhe guten Tag gesagt. Ja. Okay, das hätte ich mich Gut. wahrscheinlich wieder nicht getraut, den irgendwie anzusprechen. Ja, gut, das ist vielleicht eine andere Ja. Geschichte. Gut, ich glaube, da haben wir mal so einen kleinen Einblick bekommen zur Leipziger Buchmesse. Vielleicht kriegt ihr nächstes Jahr auch eine schöne, knackige Picture Wall oder ein kurzes Video, was weiß ich. Also ich denke mal, ich habe es mir mal notiert, nächstes Jahr gucke ich da auch mal vorbei, ohne jetzt irgendwas versprechen zu wollen, dass wir da irgendwelche Ergebnisse liefern. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, aber einfach mal gucken, vielleicht ist da was dabei. Und mich interessiert sowas auch. Also so Messen in Deutschland ist immer faszinierend. Ich habe auch mal Bock, auf solche Messen zu gehen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun haben. Weißt du, so Grüne Woche oder Oh so ja, eine das wäre auch was. Landwirtschaftsmesse Da war oder mein Bruder schon mal. das ist, glaube ich, witzig. Oder Venus in Berlin, also die Erotikmesse, müsst ihr Oh. dazu wissen, die Leute, die es nicht kennen. Sowas einfach mal hingehen, gucken, was läuft da für ein Klientel rum oder dann so Messen, was weiß ich, so Kettensägenmesse oder irgendwie sowas, Traktorenausstellung. Ich glaube, da muss man echt mal sowas machen. Vielleicht gibt es dann irgendwann was so ein Format bei uns, irgendwie so Messe oder Event-Spotting oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wo man einfach mal auf so eine Messe geht, Oh just for ja, das fun, wäre irgendwie lustig. und sich da umguckt. Das wäre auch was, wo ich aber mitmachen Ja. könnte. Ah, ich glaube, okay, da haben wir schon mal eine Formatidee. Ich schreibe schon mal gerade mit in meinem Blog. Das kommt in die Liste der Formate, die noch nicht realisiert sind, aber. Und die wahrscheinlich niemals realisiert werden, Ja. aber. Ja, vielleicht eine Pilotfolge und dann gibt es davon nichts mehr. Und dann 5 Jahre später, wie beim Tech Talk, sagt man, hey, wir können es ja mal realisieren. Genau. Das ist ja genau das, so machen wir das. Also 2026 gibt es dann einen Beitrag zur Grünen Woche von Kurso für Oh Jung. Gott. Gut. Das ist jetzt dann im Internet, Steffen, du weißt, weil die Leute legen sich auf sowas fest. Genau, die tragen sich das gerade in den Kalender ein und dann kriege ich böse Mails 2026, wenn wir dann die 100.000 Abonnenten geknackt haben, dann kriege ich dann böse E-Mails. Du hast doch damals 2018 gesagt, ihr geht auf die grüne Woche. Gut, ja, ich würde das Thema gerne abschließen, außer du hast noch was, Georg, zur Buchmesse, irgendwelche Anmerkungen oder was du schon loswerden wolltest in aller Meine Anmerkung Öffentlichkeit? an die Buchmesse ist, es war Winter und die Halle, also die Halle hat eine sehr merkwürdige Besonderheit. Wenn es draußen kälter ist als drin, dann, ja, wie gesagt, dann bilden Okay. sie, also dann hat man so Wasserstreifen am Boden, dann tropft es nämlich so, also so, man hat dann wirklich so, wie gesagt, so Wasserstreifen und es tropft auch immer so in bestimmten Linien, sage ich jetzt mal. Lecker. Das ist ganz interessant. Weil. Ich finde es ja schon mal interessant, dass die Halle innen drin noch Nee, kälter nee, ist nee, als nee, innen ist es draußen, warm, weil innen ist wenn ich es warm, jetzt. aber draußen ist es Okay. kalt und dadurch sammelt sich die, Ach also so. hast du oben Kondenswasser und es tropft dann. Genau, Das von den tropft von der Decke Metallstäben, dann. weil das ist ja eine große Ah. Glaskuppel. Ja, Und das ist gut. sehr faszinierend Ja. irgendwie, wenn du dann so lauter Wasserstreifen auf dem Boden hast, so richtig schön parallel. Das ist alles Und Kunst. eine Das ist letzte Kunst, ja. Anmerkung, also wo ich eine Sinnhaftigkeit mal anprangern will. Also einerseits, man darf auf die Messe keine Glasflasche mitbringen. Was verkaufen Sie auf der Messe? Glasflaschen. Wieso? Und Hey, super. da Ja, wieder eine tolle hat niemand Regelung, die keinen nachgedacht. Sinn macht. Und ich muss Klar, sagen, ich definitiv. habe ungewollt sogar Glasflaschen mit auf die Messe geschmuggelt, ohne dass ich das wollte. Ja, ich Boah, du denke so, boah, Gangster. da habe ich zwei Bierflaschen als Gastgeschenk für den Gastgeber mitgebracht. Habe die natürlich in ein Handtuch gewickelt, weil ansonsten geht die kaputt, wie die dritte Flasche eigentlich, die dann in der Früh sich noch gedacht hat, sie muss über meinen Pullover und meinen Rucksack laufen.
Ja, du hast sie doch in Wirklichkeit ausgedrückt. Ja, Gib's doch wenn sie zu. einfach wäre, ich hätte meine Zöliakie. Ich darf sowas ja gar nicht trinken. Ah, habe ich ja schon vergessen wieder. Ja, genau, okay. Ja, Bier wäre dann, aber bei Ja, Wodka bei wird es dann Wodka anders natürlich schon, aussehen. aber. Oder Jägermeister. Ja, gut. Ja, aber so viel zum Thema Leipziger Buchmesse. Also da, vielleicht gibt's da noch mal was. Ihr könnt ja auch mal die Kommentare schreiben. Vielleicht war der eine oder andere von euch schon mal dort. Oder allgemein, auf welche Messen geht ihr so? Geht ihr überhaupt auf Messen? Das ist immer so interessant, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass so, wie soll ich sagen, also zum Beispiel Gamescom, da triffst du mittlerweile eigentlich nur noch Leute, die YouTuber treffen wollen und Leute, die halt wirklich alles auf sich nehmen, um ein Spiel mal kurz 5 Minuten anzuzocken, aber so normale Menschen triffst du da nicht mehr. Und bei CeBIT, das sind dann nur Leute, die dienstlich da sind, aber so Leute, die sagen, hey, mich interessiert das hobbymäßig, da hörst du gar nichts von. Deswegen, vielleicht gibt es auch Leute, die wirklich privat auf die Buchmesse gehen, wobei kann ich mir schon vorstellen, wenn jetzt jemand wirklich ein Cosplay-Fan ist oder auch vielleicht sich da engagiert in dieser Szene, dass er dann sagt, okay, ich gehe dann auch auf die Buchmesse. Jo, gut, dann haben wir mal so einen Eindruck bekommen, außer du hast noch eine Anmerkung, dann würde ich das Thema Nee, nochmal nee, kurz machen wir aufmachen, es zu. Jörg. Machen wir es zu und schieben das wieder ins nächste Jahr, dann die Leipziger Buchmesse, das nächste Jahr dann auch mit mir eventuell. Jo, ich habe mir was gegönnt. Ich habe mir einen neuen Mobilfunktarif gegönnt. Und man hat ja schon so den Eindruck gehabt, die Hölle friert zu, was weiß ich. Ganze Welt bleibt stehen, weil in Deutschland gibt es jetzt endlich mal einen Mobilfunktarif, der unbegrenztes Datenvolumen hat. Der nennt sich Magenta X von der Telekom. Wer Wow. hätte das gedacht? Und kostet, man muss wirklich mal sich das auf der Zunge zergehen lassen, günstige 80 Euro im Wow. Monat. Und du hast unbegrenztes Datenvolumen. Allerdings, also ich habe mir den jetzt gegönnt, mal so, weil erstmal kann ich im Oktober diesen Jahres aus dem Vertrag komplett raus. Das heißt also, wenn das jetzt ein totaler Fail für mich wird und ich sage, das lohnt sich doch gar nicht, was es vielleicht jetzt schon nicht tut, muss ich ganz ehrlich sagen, nach einem Monat, dann könnte ich da wieder raus. Und da habe ich gedacht, ich probiere das mal aus und ich berichte mal drüber, wie das so ist mit dem Tarif. Gut, ich bin trotzdem relativ viel mobil unterwegs, brauche relativ viel mobiles Internet, ob das jetzt beim Kunden ist oder halt auch für Kurs of for You hier und da mal. Habe ich gedacht, da könnte sich es lohnen und da ich in einem speziellen Dorf hier wohne, wo teilweise das LTE schneller ist als das DSL, kann ich dann auch mal im Notfall auf diesen Mobilfunk-Datentarif auswählen. Naja, die Telekom hat es auf jeden Fall präsentiert, wie ja die Neuerfindung des Schnittbrotes, haben sich sogar einen, wie soll ich sagen, ich kann man Star Doch, doch, sagen? doch. Naja, eine bekannte Ja. Persönlichkeit eingeladen und hat das Ganze präsentiert. Und dann ratet mal, ich habe es vorhin leider schon erzählt, wen sich die Telekom da eingeladen hat als Präsentator des neuen Tarifs. Genau, David Hasselhoff. Yay. David Hasselhoff. Und er hat natürlich seinen Evergreen da performt, mit dem er auch die Mauer eingesungen hat damals. Und ja, das war so die Präsentation in Bonn von der Telekom, wo man sich dann schon fragt, okay, meinen die es ernst? Und meine Antwort darauf ist, nein, die meinen es nicht ernst. Ich habe den Tarif jetzt, mal ein paar technische Fakten dazu. Man hat natürlich nach wie vor eine ganz normale SIM-Karte im Smartphone, alles super. Es wird auch angezeigt, sie haben keine Datenvolumenbegrenzung. Wenn man sich allerdings mal im Kundenportal einloggt, und wenn ich dran denke, werde ich in der Postpro noch einen Screenshot reinschneiden ins Video, dann sieht man, dass angezeigt wird, dass ich zum Beispiel 10 Gigabyte von 10.000 Gigabyte verbraucht habe. Da stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn ich diese 10.000 Gigabyte, ohne dass ich jetzt das vorhabe, die zu verbrauchen. Aber was passiert dann, wenn ich die erreicht habe? Werde ich dann trotzdem gedrosselt, auch wenn auf dem Handy angezeigt wird, Sie haben jetzt unbegrenztes Datenvolumen? Oder werde ich einfach gekündigt? Das kann natürlich auch sein. Einfach mal ausprobieren. Ja, gut, du musst erstmal 10.000 Gigabyte über dein Handy an Datenvolumen erzeugen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, das Ganze in einen Router zu stecken, die SIM-Karte.
Das ist aber laut den AGBs der Telekom verboten. Und da gab es auch schon die ersten Geschichten. Ich habe mich dann im Internet so ein bisschen schlau gemacht von Leuten, die ernsthaft vorhaben, sich das auch zu holen. Die haben dann mit der Telekom Kontakt gehabt, haben geschrieben, hey, wie sieht's denn aus? Ich würde mir eine zweite Karte dazu holen. Es gibt ja dieses Multisim-Modul, dass du halt eine Karte im Handy hast, eine andere Karte mit dem gleichen Tarif hast du dann in einem anderen Gerät. Kann ich die dann in den Router reinbauen? Und da hieß es, nee, also wenn du die in einen Router baust, ist nicht erlaubt. Wenn du die aber in einem LTE-Stick hast, den du an einen Rechner ansteckst, dann ist das okay. Aber in einem Router ist nicht okay. Und der Hammer kommt dann noch, dann hat der noch gefragt, nee, aber ich würde das jetzt dauerhaft benutzen in meinem Rechner. Ja, das ist okay, aber Router ist nicht okay und Hotspot übers Handy ist aber auch nicht okay. What? Ich darf nicht. Ja, es ist eine interessante Ansicht der Telekom auf jeden Fall. Ne? Also im LTE-Stick ist okay. Aber und dann hat er gemeint, ich würde das aber gern als Alternative zu meinem DSL-Anschluss benutzen. Nee, das ist auch nicht okay, aber LTE-Stick geht. Was? Was ist das denn bitte für eine Politik? Oder ich weiß nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann war noch was, das wurde mir allerdings vom Telekom-Support nicht bestätigt. Die Rede war auch vom sogenannten Geofencing. Das bedeutet also, die gucken nach, wo befinden sich deine ganzen SIM-Karten. Wenn sich deine eine SIM-Karte immer nur an einem Standort befindet, dann ist es ein auffälliges Verhalten. Und dann sind wir wieder beim Thema Datenschutz. Ne? Ist sowas datenschutzrechtlich okay? Naja, ich find's nicht okay, aber Telekom hat zumindest gesagt, dass sowas eingesetzt wird zu jemanden, um zu identifizieren, benutzt derjenige das wirklich mobil oder benutzt er das, um daheim seinen Internetanschluss aufzubessern. Ja, so viel zu dem Thema. Also das ist ein Tarif, wie soll ich sagen, das ist der goldene Käfig eigentlich. Du denkst, du hast einen richtig geilen Tarif, du kannst alles machen, wovon du geträumt hast jetzt mit deinem mobilen Gerät, und dann kannst du doch nur die Hälfte machen. Und diese Hemmschwelle, sich noch eine zweite SIM dazu zu holen, die ist auch sehr, sehr hoch, weil die Telekom fucking 25 Euro im Monat pro zusätzliche SIM-Karte haben möchte. Zum Vergleich, wenn du einen anderen Tarif hast, dann zahlst du vielleicht 5 Euro Aufpreis. Das fand ich persönlich auch schon relativ viel für eine zweite SIM-Karte, die ich zum Beispiel dann in einem Tablet benutze. Oder nehmen wir mal an, ich hätte eine Apple Watch, dann bräuchte ich ja so eine SIM-Karte für meine Apple Watch auch. Dann würde ich 25 Euro dafür bezahlen, dass ich diese Smartwatch ans LTE-Netz anbinden kann. 25 Euro. Wer macht das bitte? Also das ist so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, oha, das ist schon echt dreist. Naja, letztendlich aktuell benutze ich das Ding so natürlich im normalen Gebrauch. Mein Handy benutzt kaum noch WLAN, weil ich natürlich diesen Tarif habe jetzt. Habe diesen Monat jetzt auch schon so um die 30, 40 Gigabyte durchgejodelt. Und bisher natürlich hat sich keiner gemeldet, aber 30, 40 Gigabyte ist jetzt nicht die Welt, muss man wirklich mal sagen. Und ich denke mal auch nicht, dass sich da die Telekom beschwert. Ich benutze es auch als, ganz verboten, als LTE-Router. Also ich kann in meinem Handy natürlich auch die Hotspot-Funktion einschalten, WLAN-Hotspot, und mein Notebook damit betreiben. Das mache ich auch, was ja offiziell nach den AGBs nicht erlaubt ist. Und ich denke mal nicht, dass die mich da rauswerfen, außer ich werde halt wirklich terabyteweise runterladen. Man muss natürlich dem Ganzen auch zugutehalten, selbst bei meinem DSL-Anschluss musst du erstmal 10.000 Gigabyte hinbekommen, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, was ihr so im Monat durchblast durchs Internet, aber 10.000 Gigabyte, das ist schon ein Wort. Also das sind 10 Terabyte, also... Was sind, habt ihr da Statistiken, nein, Georg? Wirklich. Ich überwache meinen Internetverkehr nicht. Okay, dann bin ich vielleicht der Einzige. Tobi, hast du da Statistiken? Nicht, dass ich wüsste, dass wir bei uns daheim so durchsetzt hätten. Ja, aber es ist halt, man muss mal überlegen, wie viel, wenn du allein Steam oder so benutzt, klar, du lädst viel Games runter und so weiter, es gibt große Patches und so, aber 10.000 Gigabyte, also bis du das hinkriegst, das dauert auf jeden Fall. Naja, letztendlich, wie gesagt, das ist so der goldene Käfig. Das ist so meine Erfahrung mit dem Tarif. Ich würde mir jetzt keine Multisim dazu kaufen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Aber wenn ich denn wollte, dann könnte ich und könnte das aufrüsten. Man muss allerdings auch dazu sagen, für Geschäftskunden gab es schon vor einigen Jahren so einen Tarif. Und
Wisst ihr, was der im Monat kostet? Puh, ich würde sagen, so 200 Ich Euro. habe die Seite, glaube ich, gerade offen. Richtig, ha. 199 Euro kostet das Ding. Und das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Aber das ist halt so der Punkt, wo die Telekom halt wirklich sicherstellen will, dass die Leute das auch ernsthaft brauchen und nicht nur, was weiß ich, für Netflix benutzen, sondern jemand, der halt wirklich wie nennt man die, diese Straßenarbeiter, wollte ich schon fast sagen, Power Using. diese Leute, Power. die halt näher im Achso. Außendienst tätig sind zum Beispiel, die halt wirklich von unterwegs aus arbeiten oder halt wirklich, was weiß ich, YouTuber sind, die unterwegs sind, die zahlen dann auch mal 200 Euro, weil sie sagen, okay, dann spare ich mir vielleicht meinen DSL-Anschluss zu Hause. Also wenn jemand den ganzen Monat lang von Hotel zu Hotel geht, ich meine, den kann man schon mal so einen Tarif verpassen, ne? Und das ist wahrscheinlich billiger, wie wenn ich ständig Datenvolumen dazu kaufe. Und die 80 Euro, die sind jetzt im ersten Moment, also es ist schon ein Wort. Ich meine, wir dürfen jetzt nicht darüber reden, dass es jetzt ein Schnäppchen ist. Aber wenn ich das jetzt wirklich brauche und ernsthaft viel unterwegs bin und das geschäftlich nutze, privat nutze und vielleicht auch zu Hause keinen ja, normalen Anschluss mehr habe, dann sind die 80 Euro okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind jetzt kein Schnäppchen, aber es ist okay. Und ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel unser geschätzter Kollege, der Adam Wolke bei Skyline TV, der macht ja auch seine Streams über LTE, der wird im Monat bestimmt auch schon einige 100 Euro für LTE-Datenvolumen ausgeben. Für den ist es auch wieder interessant. Wobei bei ihm ist es was anders. Er tut aktuell mit allen Netzen, tut er seinen Stream verbreiten. Also dann bringt ihn so ein Tarif bei der Telekom nichts, wenn er sich in der Stadt befindet, wo es eben kein gutes Netz von der Telekom gibt. Dann muss er halt trotzdem bei einem anderen Anbieter Datenvolumen einkaufen. Aber ich denke mal, es geht in die richtige Richtung und ich hoffe ja auch, dass andere Anbieter sagen, ja, wir bringen auch mal so einen Tarif raus. Ja, Ich wollte Georg. nichts sagen. Ach so, okay. Du hast wieder so laut geatmet. Jetzt sollte ich ein bisschen weiter Ja, weg aber vom Mikro. was natürlich auch sein kann, das ist so meine Befürchtung jetzt noch, dass durch solche Tarife halt das Netz auch ziemlich unter Last steht. Das kann Vor- und Nachteile haben. Im ersten Moment natürlich Nachteile in den Ballungszentren, ist klar, wenn das LTE-Netz relativ gut ausgelastet ist. Ich meine, jeder teilt sich die Bandbreite mit dem anderen. Zum anderen hat es halt auch den Vorteil, dass die Anbieter vielleicht ein bisschen schneller ihr Netz ausbauen, weil sie sagen, okay, wir müssen Kapazitäten schaffen, für die vielen Leute, die da unterwegs sind. Fördert also auch wieder den Breitbandausbau. Aber gut, das ist so eine Geschichte, da muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Leute sich diesen Tarif gönnen und vor allem, wie viele Leute auch fest dabei bleiben. Ich weiß es noch nicht, ob ich dabei bleibe. Ich denke mal, ich werde es auch im Podcast erwähnen, wenn ich den Tarif kündige oder wenn ich was Gutes gefunden habe. Ich habe jetzt für meine Eltern zum Beispiel einen super Tarif gefunden beim Kaffeeröster Tchibo. Die haben auch Handyverträge und die haben aktuell irgendwie bis zum 25. März ein Angebot gehabt. 1,5 Gigabyte Datenvolumen mit LTE Highspeed und eben Allnet Flat und Allnet SMS Flat für 10 Euro im Monat. Da muss ich sagen, da kann man echt nicht meckern. Das Einzige, wo man vielleicht meckern kann, dass es Ja. O2-Netz ist, okay. Da muss man halt gucken. Bei den einen funktioniert es gut, bei den anderen nicht so gut. Aber wie gesagt, für so ein bisschen Leute, die halt mit WhatsApp hantieren und ein bisschen surfen oder so, da kann das durchaus ausreichend sein. Und vor allem der Preis ist halt bei vielen dann entscheidend. Vor allem die älteren Leute, so nenne ich es jetzt mal freundlich, die haben ja noch eher so eine Affinität zum Festnetz. Also meine Eltern zum Beispiel, die telefonieren 90% über Festnetz, ne? Also die verwenden das Handy nicht so wie ich. Also ich telefoniere, wenn ich mal telefoniere überhaupt, hauptsächlich übers Smartphone und nicht übers Festnetz. Aber gut. Und für die ist es natürlich dann schon viel, weil sie sagen, ja, ab und an benutze ich das mal und dann soll ich 40 Euro im Monat bezahlen bei der Telekom, dass ich WhatsApp machen kann und ein bisschen surfen und telefonieren, das sehe ich ja gar nicht ein. Und das war so der Punkt, wo meine Eltern halt gerade so waren, wo sie gesagt haben, das sehe ich doch gar nicht ein, dass ich pro Handy da 40 Euro an die Telekom bezahle und ich benutze es halt selten. Ne? Ist halt wieder eine andere Ansicht. Deswegen, also für jeden ist der Tarif definitiv nix. Und ich weiß nicht, Georg, was bezahlst du so im Monat, um mal so eine Hausnummer zu bekommen für so einen Also Handytarif? momentan bin ich auch bei der Telekom und zahle auch schon meine 40 Euro, so 35 bis 40 Euro.
Aber ich habe jetzt eh vor, demnächst meinen Telekom-Vertrag wahrscheinlich zu kündigen, um mir einen günstigeren Tarif bei einem anderen Anbieter zu suchen. Vielleicht Congstar, ist ja auch Telekom-Netz. Ah ja, na gut. Genau, das ist auch so ein Ding. Vor allem wir vom Land hier, und heute sind wir ja alle drei hier vom Lande, wir haben ja sowieso so ein bisschen Probleme mit Mobilfunkabdeckung. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt da die Telekom wirklich alle Anbieter aktuell schlägt. Also wenn du auf dem Land unterwegs bist, dann hast du mit der Telekom meistens zumindest noch so viel Netz, dass du eine E-Mail abrufen kannst oder halt telefonieren kannst, während halt mit O2 hast du halt manchmal dann gar kein Netz und bei Vodafone geht's, aber es ist jetzt auch nicht so super. Deswegen, also ich möchte ehrlich gesagt auch nicht von der Telekom weg. Und ja, siehst du mal, wenn du 40 Euro mehr bezahlen würdest, Georg, dann hättest du den Tarif und könntest dann sogar deinen normalen DSL-Anschluss kündigen. Aber die Frage ist halt, ob du LTE hast. Das ist halt die Frage bei dir. Ja, also ich Empfängst du empfange LTE LTE, oder ist... aber der Preis ist dann doch ein bisschen zu hoch. Und ich meine, ich Ja, habe das stimmt. letztes Jahr von der Telekom ein tolles Dokument und einen tollen Vertrag bekommen. Ja, wenn Sie hier unterzeichnen, stimmen Sie zu, dass bei Ihnen demnächst irgendwann Glasfaser ausgebaut wird. Ich warte zwar immer noch, aber vielleicht dieses Jahr. Vielleicht. Vielleicht, wenn Vielleicht, Gott es ist will. so. Ja, mal schauen, wie lang versprechen Sie bei uns schon Glasfaser? Oh, das ist schon ein bisschen her. Wo wir dann schon mal beim Thema Breitband sind, gleich zum nächsten Thema. Wir sind Breitbandhauptstadt Deutschlands. Wobei, was heißt wir? Unser Landkreis, Georg ja nicht, aber Tobis und meiner, also sprich die Kleinstadt Coburg ist in Deutschland auf Platz 1, was den Breitbandausbau angeht. Und Tobi hat es da schon angeteasert. Hier bei uns im Dorf, also sprich im Landkreis Coburg, merkt man davon relativ wenig. Aber die Stadt Coburg, das ist wirklich so, die hat sehr, sehr, sehr viele Städte hinter sich gelassen, wenn es eben einfach um dieses Thema, ja, Breitbandausbau geht. Und das ist schon ein bisschen faszinierend. Wenn man dann sieht, Mensch, Coburg auf Platz 1 mit 41.000 Einwohnern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 67 Mbit Downstream, das ist schon echt ein Wort. Danach kommt Salzgitter, die haben 103.000 Einwohner und die haben 50 Mbit. Dann Landshut, Kaiserslautern, Kaufbeuren, Bottrop, Herne. Dann kommt Weiden in der Oh. Oberpfalz auf Platz 8 mit 48, 46 Mbit pro Sekunde, dann kommt Gelsenkirchen und dann Mülheim an der Ruhr. Und wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Bereich, dann wird man sagen, what? Weil es gibt Anbieter, es gibt sehr viele Anbieter in den Ballungszentren, die extrem viel Breitband ausbauen. Warum sind diese Ortschaften nicht bei den Top-Plätzen dabei? Wir reden hier von Städten wie München zum Beispiel. Die haben eine M-Net am Start. Oder Köln mit Net Cologne, die auch wahnsinnig viel ausbauen und Breitband investieren. Warum sind die auf solchen Plätzen? Zum Beispiel Köln ist auf Platz 78 mit 32,88 Mbit und München ist auf Platz 42 mit 44 Mbit. Warum ist es in Coburg so krass? Könnte ich sagen, ja gut, Coburg ist halt eine geile Stadt. Die Wahrheit liegt aber ein bisschen an einem anderen Punkt, einfach, dass Coburg da schon sehr bald damit angefangen hat. Also wir haben hier in Coburg oder in Coburg haben wir ein Unternehmen, das relativ schnell eben auf diesen Zug aufgesprungen ist, auf diesen Breitbandzug. Ich glaube, schon kurz nach der Jahrtausendwende, irgendwie so 2003, 2004, haben die ihre ersten Glasfaserleitungen verlegt, zusammen mit den Stadtwerken. Und das Ganze hat sich dann halt immer weiter verselbstständigt und es ist immer mehr geworden. Und das haben scheinbar andere Städte nicht so verfolgt. Dann vor ein paar Jahren hat sich eben dieses Engagement von der Firma und den Stadtwerken eher ins ländliche Gebiet verschlagen. Das hat, glaube ich, was mit irgendwelchen Fördermitteln zu tun gehabt. Und dann hat die Telekom aber in der Stadt Coburg selber ausgebaut. Dann haben die gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns mal die Stadt selber vor und haben da eben Minimum VDSL 50 und 100 halt angeboten. Und dadurch hat sich das Ganze halt in Coburg, da war schon mal eine gute Basis da. Klar, die Telekom benutzt höchstwahrscheinlich auch die Leitungen von den beiden Anbietern mit. Und die Basis war halt da, um eben einfach möglichst schnell die Technik aufzurüsten, ohne viel Aufwand.
Aufwand und das ist wahrscheinlich dann auch passiert. Und ich meine, es gibt trotzdem, dass es eine kleine Stadt ist, relativ viel Industrie in Coburg und relativ viel große Unternehmen. Ja, ich meine, die bekannteste ist wahrscheinlich die Hoch Coburg, die in Deutschland wahrscheinlich jeder kennt als Versicherer, aber dann eben halt auch Automobilindustrie wie Brose oder so, oder den Käser, den Kompressorhersteller, den kennt man vielleicht auch im, ja, Baustellenbedarf deutschlandweit, und die haben natürlich auch ein großes Interesse daran gehabt, eben um Glasfaser auszubauen oder eben auch Breitband. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt und ich dachte, da müssen wir einfach mal drüber reden, weil ich fand das ganz faszinierend, vor allem, weil, wie schon gesagt, Tobi und ich, wir kriegen das hier gar nicht so mit in unserem Kaff hier. Wir sind leider nicht mit ausgebaut worden. Es hieß mal, ja, die Telekom baut aus. Ja, das Glasfaserkabel liegt zwei Straßen weiter. Aber wir kommen halt nicht drauf, beziehungsweise du kommst da drauf. Ich komme halt nicht drauf, ja. Bei mir liegt es so ein bisschen weiter weg. Genau, und ich habe hier jetzt so eine Notlösung, die nennt sich Telekom Hybrid. Das heißt also, der eine Teil der Datenmenge geht über die DSL-Leitung, der andere Teil über Funk, über LTE. Das ist okay, aber das ist jetzt nicht super. Und für, sag ich mal, Leute, die viel mit Videoschnitt machen und IT-Unternehmen, was wir ja auch sind hier, ist es halt wirklich nicht gut. Also da wünscht man sich mehr. Ich meine, klar, jemand, der jetzt seine E-Mails abruft, der wird nicht mal Hybrid brauchen oder VDSL. Aber wenn man ein bisschen mehr machen will, dann ist es halt schon scheiße. Und ich meine, klar, als Gamer, da braucht man nicht drüber zu reden. Wenn man dann aus Steam irgendwas runterlädt oder aus Origin und wie die alle heißen, das ist schon krank. Und ich meine, bei Georg, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wie viel Mbit hast du gerade aktuell auf dem Dorf down bei dir? Down habe ich 4 bis 5 und ab 200 Kbit. Ja. Ja, und das ist natürlich was, damit kann man nicht arbeiten. Also das ist schon ein Wunder der Technik, dass wir uns gerade hier unterbrechungsfrei überhaupt unterhalten können manchmal. Also wenn Georg irgendwas hochlädt oder... Ja, also ich glaube, da reicht es bei dir schon, wenn du einfach mal irgendwie ein Update runterlädst, während wir uns hier in Mumble unterhalten und dann bist du halt wirklich weg. Ne? Also dann kann man sich echt nimmer richtig unterhalten. Und das ist halt so ein Punkt, wo man sagt, okay, da hapert es dann noch an der einen oder anderen Stelle. Und auch in Coburg ist auch nicht alles Gold, was glänzt, weil wir reden jetzt hier vom Downstream, vom Download, der halt in Coburg sehr hoch ist, klar. Wie gesagt, für den Otto-Normalverbraucher, der nur konsumiert, aber nichts hochlädt oder auch die Cloud nicht benutzt, zum Beispiel für Backup oder seine Dokumente oder was auch immer, ist es okay. Aber wenn ich so mit, wie ich was hochladen möchte, sprich Videos, was wir halt hier machen oder eben in der Cloud arbeite, also auch für Unternehmen interessant, dann ist es halt echt ein Problem. Und viele Anbieter haben halt immer noch so dieses Ding von früher drin, dass sie sagen, okay, der Downstream ist relativ hoch, der Upstream aber dafür sehr niedrig. Da hast du teilweise Anbieter, ich sag mal so, Deutsche Telekom ist da nicht so schlimm, aber zum Beispiel Kabel Deutschland, / Vodafone, die bieten dir, was weiß ich, 400 Mbit Downstream an, aber du hast nur 10 Mbit Upstream. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Also, mal ganz ehrlich, das ist wirklich, ich meine, klar, für jemanden, der jetzt nur Netflix guckt und Updates runterlädt oder so, okay, da kann er mit den 400 Mbit, wenn er sie bekommt, das ist der nächste Punkt, dann ist es eine schöne Sache. Aber wenn er sie eben, wenn er eben mal was hochladen will, ist es eine Katastrophe. Und bei den Anbietern kommt auch noch was dazu und das ist halt für Coburg halt auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich halt bei solchen Anbietern wie Kabel Deutschland oder Vodafone viele eine Leitung teilen. Du hast halt so einen Verteiler und da sind, was weiß ich, 10.000 Kunden auf so einem Teil drauf und die teilen sich alle 10 Gigabit oder so. So, zu den Abendstunden muss man sich mal überlegen, was Netflix und so für Traffic erzeugt. Amazon Prime Video ja auch und diese ganzen Baustellen. Wenn die da alle reingehen und vielleicht da noch Microsoft auf die Idee kommt, Mensch, heute wird man mal gerne ein Windows-Update verteilen und die fahren alle ihren Rechner hoch, dass dann das ganze Netz zusammenbricht, da braucht man nicht drüber zu reden. Und in Coburg ist das halt ein bisschen anders designt. Also die haben dieses Fiber to the Home, das ist wirklich richtiges Fiber to the Home, wenn es denn Fiber to the Home ist. Da geht wirklich eine Faser ins Haus rein und die wird dann eben genutzt, um eben das Internetsignal reinzubekommen und die teilt man sich auch nicht mit 10.000 anderen Leuten, sondern die geht dann dediziert eben auf einen Switch. So, und wenn wir schon mal beim Thema sind, Georg ist gerade rausgeflogen. Ja, da ist wohl, glaube ich, gerade mal
Ich habe das Internet Er hat weggelesen. mir gerade eine Streamer-Nachricht, wir hatten es ja vorhin gerade über Messenger, hat er gerade in unsere Gruppe gepostet, der Rechner hat sich aufgehängt. Okay, naja, dann kommen wir halt Okay, später ja. wieder dazu. Aber das ist. Erstmal abschneiden, von der Decke holen. Genau. Und das ist halt eben so der Punkt. Du teilst dir halt nicht so die Bandbreite und das sorgt dafür, dass dieses Ergebnis für Coburg relativ gut ist. Und das Einzige, wo auch Coburg noch so ein bisschen dran arbeiten muss, das ist einfach der Upstream. Ich muss ganz kurz mal selber gucken, da wir ja leider hier in unserem Kaff nicht damit versorgt werden, kann ich nicht genau sagen, was die Tarife so sind. Aber es ist so, dass da auch in Coburg dieser Upstream relativ gering ist. Und ich gehe gerade mal auf diese Seite der Syk Darkor, so heißt diese Firma. Hier haben wir zum Beispiel Tarife, Glasfasertarife, 30 Mbit down, 3 Mbit up. 3 Mbit up? Ah, ist schon sehr, sehr knapp. Dann hast du einen Tarif 50 Mbit down und 10 Mbit up. Das ist okay, würde ich sagen, ist vertretbar. Dann hast du den nächsten Tarif 100 Mbit down und 20 Mbit up. Und dann hast du den Spitzentarif aktuell im Glasfaserbereich 200 Mbit down. Da wird mir schon ganz anders, da kriege ich schon Hitzeschübe und Wallungen bei 200 Mbit down und 40 Mbit ab. Naja, 40 Mbit ist besser als nix zum Vergleich, aber die Telekom hat einen Glasfasertarif 200 Mbit down und 100 Mbit ab. Und da kann man echt was mitmachen. Also wenn man das hat bei der Telekom, da kann man wirklich sehr viel machen. Als Unternehmen schon sowieso und als Privatkunde wirst du die nächsten Jahre auch mit 4K Videostreaming und 8K und 3D und VR und was weiß ich alles, denke ich mal, keine Probleme mehr kriegen. Aber da seht ihr mal, also der Upstream, der ist auch in Coburg ein Problem. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber ansonsten denke ich mal, ist das sehr viel richtig gelaufen und kann man auch sehr viel oder sollte man auch sehr viel vielleicht auf die ganze Bundesrepublik anwenden, auch wenn es sehr schwierig ist. Und Glasfaser ist ein teurer Spaß, den auszubauen. Und ja, also wie gesagt, wir profitieren ja auch nicht davon. Ich bin mal gespannt. Die Telekom hat hier zwar ausgebaut, es wurde auch hier bei uns in der Gemeinde groß publiziert, hey, wir werden ausgebaut und Telekom macht und tut. Ja, und dann guckst du drauf, wer wird ausgebaut? Naja, drei Straßen weiter werden fünf Straßen ausgebaut. Aber ich wohne hier zum Beispiel direkt an der Hauptstraße und da ist nichts ausgebaut worden. Ich meine, klar, gut, ich kann jetzt Hybrid benutzen. Das ist ausgebaut worden, da gebe ich Ihnen recht. Okay, das konnte ich davor auch nicht. Aber ja, von VDSL sind wir noch weit entfernt. Und von Glasfaser ins Haus, ich meine, da träume ich davon. Das ist wirklich, also wie schon gesagt, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich das sehe, dass das in Coburg möglich ist. Und das ist halt einfach so ein Problem. Und Georg ist mittlerweile auch wieder da. Hey, lebt dein Rechner noch? Ah, Georg sagt gerade nichts. Na naja, gut. Wir holen ihn dann einfach wieder dazu. Also ihr seht, wir sind sehr gut versorgt hier mit Internet. Ja, wir haben es wenigstens. Ja, wir haben es wenigstens und wir können zumindest mal ein Windows-Update runterladen. Und ja, ich weiß nicht, Tobi, was hast du für einen Downstream und Upstream aktuell und für einen Anbieter? Anbieter ist 1 und 1, aber die genauen Zahlen, da müsste ich jetzt lügen. Okay, aber es ist definitiv kein VDSL, weil Nee, es ist ja bei nee, dir nicht nee, um verfügbar. Gottes Willen. Nee, 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 da ist nichts mit auf der Datenautobahn entlang Ja, reisen. das ist halt echt so ein Thema. Und deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich im Rechenzentrum sehe, Mensch, ich habe hier so 10 Gigabit, die reinkommen. Das ist halt sowas, wo ich mir denke, boah, geil. Also sowas, wenn du daheim hättest. Ja, aber da sind wir halt in Deutschland noch weit entfernt. Ich weiß zum Beispiel, in Schweden gibt es Haushalte, die haben 1 Gigabit ins Haus. 1 Gigabit. Das ist Wahnsinn. Ja, siehst du, jetzt ist sogar der Georg wieder da, wenn es Ja. 1 Gigabit Internet geht. Dein Rechner lebt noch, Ja, mein Rechner lebt noch. Ich um das weiß unseren jetzt. Zuhörern mal zu verklickern. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was er hat. Und es macht mir auch ein bisschen Angst, aber er hat sich jetzt auch einmal eingefroren. Okay, ja gut, das Jetzt. ist Windows, könnte man sagen. Ja. Immer mal was Neues. Ja, immer wieder was Neues. Aber ich habe die Befürchtung, dass bald irgendeine Festplatte einen Geist aufgibt. Oh, schlecht. Gut, aber ich denke zum Thema Glasfaser und wie gesagt, wir packen euch auch mal den Artikel mit in die Beschreibung, dann könnt ihr nachgucken, wo eure Stadt oder euer Landkreis steht in Sachen Breitbandausbau. Das ist ganz interessant, da gibt es halt wie gesagt eine große Liste, da wurden sehr viele Städte getestet und ja, wie gesagt, um es mal kurz zu machen,
Coburg auf Platz 1 und Salzgitter auf Platz 2 und dazwischen liegen 17 Mbit. Das sagt auch schon viel aus. Also zwischen Coburg und Salzgitter liegen 17 Mbit, also zwischen Platz 1 und Platz 2. Ja, das spricht, glaube ich, auch schon so ein bisschen Bände bei der ganzen Geschichte. Gut, kommen wir zum vorletzten Thema und da geht es um einen Datenskandal mal wieder. Hey, wer hätte das gedacht? Und es trifft diesmal die Fitnessplattform / soll man sagen, Ernährungs-App MyFitnessPal. Ich weiß nicht, benutzt ihr so einen Fitness-Tracker oder so eine App, wo ihr euer Fitnessverhalten, Gesundheitsverhalten aufzeichnet? Oder bin ich da der Einzige gerade hier in dem Raum? Ich glaube, du bist der Einzige hier im Raum. Okay, krass. Und das als jemand, der IT-Sicherheit macht. Naja, das Ding ist, um es mal freundlich auszudrücken, ich habe vor 2 Jahren angefangen, mich so ein bisschen von Teilen meiner Körpermasse zu trennen, habe ich beschlossen. Und da habe ich halt lang überlegt, was mache ich denn? Und da hat eben damals ein Kollege gesagt, hey, ich benutze MyFitnessPal. Und das war auch ein Kollege, der sehr fitnessaffin ist. Und da habe ich gedacht, okay, probierst es aus. Und jetzt kann ich mich bei dem bedanken, dass meine Daten im Netz liegen. Denn es wurde bekannt, dass 150 Millionen Profildaten, und das ist schon krass, 150 Millionen Profildaten von dieser App mittlerweile im Umlauf sind. Und Unbekannte haben eben jetzt es geschafft, auf diese Plattform zu kommen. Die gehört halt einen Sportartikelhersteller. Und man muss dazu sagen, was macht es, als wer das nicht kennt. Man hat da die Möglichkeit einzutragen, erstmal wie viel man wiegt. Da fängt schon mal an. Also man hat eine Kontrolle darüber, wie viel man abnimmt täglich und was man so zu sich nimmt. Also man trägt dort auch ein, was man isst. Und man kann aber auch noch eintragen oder einfließen lassen irgendwelche Werte von so einem Fitnessarmband, das man bei denen für günstige 300 Euro erwerben kann, kann man da auch noch diese Daten in diese Plattform reinpumpen. So, ich war Kunde bei denen und aktuell bin ich es auch noch, aber ich werde mich jetzt mal umgucken nach einer Alternative, habe ich beschlossen. Zufall? Nee. Ja, ich habe da jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre lang fast jeden Tag reingestellt, was ich esse, mein Gewicht einmal die Woche reingestellt, mein Body Mass Index und so weiter, ist alles da drin. Ja, und wenn jemand weiß, wie er da rankommt, kann er sich das gerne mal angucken. Aber es ist schon irgendwie ein blödes Gefühl. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Das Ding ist geknackt, Benutzername und E-Mail-Adressen und Passwörter, die Mehrzahl davon ist zum Beispiel auch gehasht. Mensch, bravo. Wenigstens die Mehrzahl davon ist gehasht. Warum nicht gleich alle? Das ist sowas, das verstehe ich nach wie vor nicht. Wie sowas, ja, jedes Mal bei so vielen Plattformen im Internet Passwörter rumgeistern. Warum können die nicht vernünftig verschlüsseln? Warum machen die das nicht? Ja, und die Mehrzahl eben ist halt gehasht. Viele nicht. Bezahldaten sind natürlich angeblich wieder mal nicht betroffen. Das kann man natürlich nicht bestätigen. Wir glauben einfach mal der Pressemitteilung. Und das sind einfach so Sachen, da kriege ich jedes Mal wieder einen Hals. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe schon fast befürchtet, wie Tobi vorhin bei der anderen Geschichte, aber ehrlich gesagt, wie ich mich damals angemeldet habe bei der Plattform, habe ich mir schon gedacht, okay, technisch sieht die jetzt nicht so ausgereift aus. Und ja, dieses Bauchgefühl hat sich da einfach bestätigt jetzt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Falls ihr auch dort seid, könnt ihr auch gerne mal gucken, was ich so für Werte habe und wir können mal gerne vergleichen. man muss auch dazu sagen, sowas gibt's auch wirklich, also auf legalen Wege. Man kann auch wirklich mit Leuten dort befreundet sein und eben seine Trainings- und Fitnessergebnisse miteinander vergleichen. Also wenn man zum Beispiel Sport gemacht hat, kann man sagen, hey, ich habe heute 3 Kilometer länger gejoggt, als ob ich 3 Kilometer joggen würde, aber egal. man könnte das machen, wenn man es machen würde. Wie gesagt, ich habe mich schon immer gefragt, wer macht das eigentlich? Also ich habe auch gedacht, okay, man kann das mit Facebook verknüpfen. Und da habe ich mir gedacht, möchte ich das unbedingt, dass meine Facebook-Freunde sehen, Mensch, der Steffen hat diese Woche 1 Kilo abgespeckt und hat gestern 200 Kalorien weniger zu sich genommen. Ich glaube, das geht keinem was an und das ist einfach der Punkt. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, also die vielleicht schon sportlich sind, die dann irgendwie zusammen Training organisieren und dann
sehe ich das vielleicht wieder ein, okay? Oder so die besten Kumpels, vielleicht möchte man mit denen sich auch battlen oder so. Aber ganz ehrlich, es gibt keinen vernünftigen Grund, zumindest aus meiner Sicht, sowas einfach öffentlich zu posten. Und wie ich mich damals registriert habe, habe ich erstmal alles auf privat gestellt. Also ich wollte gar nicht, dass die Leute sehen, hey, Mensch, da waren dann auch so Postings in deren sozialen Netzwerk, hey, du hast heute 2 Kilo abgenommen oder im Vergleich zum letzten Wiegen bist du jetzt so und so viel Kilo leichter geworden. Ist ja alles motivierend, ist ja alles cool, aber das muss nicht die Welt wissen und schon gar nicht Leute, die mich gar nicht kennen. Und ja, jetzt, wie gesagt, ist alles öffentlich. Jetzt brauche ich mir darüber auch keine Gedanken mehr zu machen, ehrlich gesagt. Jetzt weiß es der KGB. Richtig. Genau, jetzt könnten vielleicht manche Leute schreiben, naja, wie blöd ist der? Der ist IT-Sicherheitsmensch und nutzt dann so eine Plattform. Naja, gut, ich wollte es halt auch benutzen, Thema Gruppenzwang. Und ich habe halt nach einer Lösung gesucht, wie ich sowas mache. Ich wollte jetzt keine Excel-Tabelle führen. Hätte ich das mal lieber gemacht, ne? Also, weil die App ist halt wirklich schön. Also, man muss halt sagen, ich meine, klar, es gibt bestimmt auch bessere von der Gestaltung her, aber du kannst halt relativ schnell über einen Barcode oder so oder einfach über eine Suche dein Essen zusammenklicken und hast relativ schnell ein Ergebnis. Ist das, was du gerade dir zusammengepanscht hast, noch essbar für dich in deinem Kalorienplan oder eben nicht? Und das war für mich so ein Alleinstellungsmerkmal für die Plattform. Und ich habe aber mittlerweile gesehen, es gibt scheinbar auch gute deutsche Alternativen. Also falls ihr, unsere Zuschauer, unsere Follower, irgendwie so eine gute Fitness-App habt aus Deutschland, wo ihr sagt, hey, oder europäisch meinetwegen, die auch gut funktioniert, dann postet es gerne mal in die Kommentare oder schreibt auch mal rein, ob ihr betroffen seid. Würde mich einfach mal interessieren, dann können wir Leidensgenossen uns da mal ein bisschen austauschen. Natürlich könnte man sich jetzt auch drüber streiten, muss man beim Abnehmen sowas benutzen? Das ist wieder die nächste Diskussion, aber ich finde es halt unglaublich motivierend, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr beide schon mal sowas gemacht habt in Sachen Ernährungs-App oder Diät oder sowas, aber so eine App ist schon geil. Also, ja gut, bei mir tun sie eh ganz keine Probleme. Okay, das tut jetzt nichts für einen Podcast zur Sache, aber nee, aber Georg, hast du schon mal so eine App benutzt oder so Diätprogramm für ein Handy oder für einen Rechner oder so? So direkt Diät, nein. Weil man muss dazu sagen, ich bin zwar klein, aber ich habe jetzt nicht so wirklich Fett. Polsterchen, wo man sagen muss, ich muss jetzt unbedingt sehr viel abnehmen. Ja, ich glaube, da bin ich auch gerade mit den falschen Leuten in einem Mumble-Raum hier, um mich über Diäten auszutauschen. Das ist halt ein Punkt. Also wie gesagt, dieses Problem gab es halt jetzt mit den Daten. Aber anders gefragt, wenn ihr jetzt, gehen wir mal davon aus, ihr würdet regelmäßig Sport treiben, ohne euch jetzt zu unterstellen, dass ihr keinen Sport macht. Würdet ihr so eine App nutzen oder sagt ihr, nee, so ein Quatsch kommt mir gar nicht ins Haus? Also ich denke, ich würde eine nutzen, weil ich bin auch so ein Mensch, der dann Dinge, was es vergisst oder keine Ahnung oder so mehr oder weniger, ich bin jemand, der einen Antrieb braucht. Ja. Und wenn das jetzt nicht gerade, keine Ahnung, irgendjemand ist, der dann hinter mir steht und anschreit, jetzt mach oder was, dann Ausbilder Schmidt-mäßig dann. Ja, morgen erloschen! wenn man nicht früh genug da ist, einfach an den Knöcheln mit dem Gesicht nach unten zum Training schleifen. Also ich glaube, ich würde sowas in der Art nutzen. Ja. Ja, also einfach aus dem Grund für den Antrieb. Dieses Antriebsproblem, das hatte ich halt eben am Anfang auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, das funktioniert gut. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, dass es noch Apps gibt, die das noch ein bisschen offensiver angehen. Aber auch bei MyFitnessPal war es halt eben so, du hast so Punkte gesammelt. Du hattest, wie gesagt, wenn du dich mit Kumpels vernetzt, dann hast du auch so ein Ranking-System. Das heißt, du battlest dich dann und sowas motiviert einfach. Oder auch schon der Punkt, dass du beim Essen nicht in den roten Bereich kommst. Also du zeichnest dann, klar, man könnte sagen, okay, ich bescheiß mich selber und zeichne mein Essen nicht auf. Klar, das kann man natürlich machen. Dann ist man aber schön blöd, weil dann hat man keine Ergebnisse irgendwann. Aber du siehst halt dann, okay, ja, heute bin ich im grünen Bereich, dann fühlt man sich schon ganz anders. Und ich sag mal so, das Ergebnis von der ganzen App, ich meine, das kann ich hier ruhig mal auch mal sagen, das war ja auch wirklich gut. Also ich habe innerhalb von
den 2 Jahren, dass ich Round & About jetzt das Ganze benutzt habe, auf gesunde Art und Weise durch Lebensumstellung, Essensumstellung und so weiter, fast 20 Kilo abgenommen. Das muss man auch mal so sagen. Und das war jetzt keine Hungerdiät, wo ich jetzt wirklich jeden Tag, Gott, wir reden im Tech-Talk über Diäten, aber ich muss es einfach mal erzählen, weil die Frage kommt bestimmt auf, hat's was gebracht? Kurzum, es hat was gebracht und ich habe auch ordentlich gelebt. Also ich bin da jetzt nicht wirklich jeden Tag mit knurrenden Magen ins Bett. Also sprich, diese App einfach oder diese Funktion, die so eine App hat, hat einfach funktioniert. Und vielleicht noch abschließend, ich habe nicht den Bezahltarif benutzt. Ich habe die kostenlose App benutzt. Wenn du dann halt dafür Geld bezahlst, dann hättest du noch Rezepte bekommen oder so. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, okay, es gibt genug Plattformen, wo du Rezepte im Internet bekommst und ich wollte ja bewusst keine Diät machen, wo du sagst, du isst jetzt 3 Wochen was anderes und dann isst du wieder was Normales und dann hast du Probleme. Ich wollte einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie kann ich in meinem Alltag relativ normal leben und trotzdem Gewicht verlieren beziehungsweise Gewicht halten. Und das habe ich mit dieser App erreicht. Umso blöder halt jetzt, dass dieser Data Breach passiert ist, aber meine Güte. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema wollen wir abschließen. Außer ihr habt noch irgendeine Anmerkung zum Thema Diäten. Nee, zum Thema Diäten nicht, aber was Fitness-Apps angeht oder so Motivations-Apps. Gerne, gerne. Was ich als Motivations-App noch empfehlen kann, was Richtung Gewohnheiten geht, ist Fabulous. Die habe ich genutzt und die hat tatsächlich aus mir jemanden gemacht, aus einem totalen Sportmuffel, jemanden, der halt regelmäßig joggen geht und ins Fitness geht. Ja, das ist doch mal was. Wie heißt die App? Fabulous. Fabulous, okay. Ah, Fabulous. Steffen schaut gleich nach. Ja, genau. Wir können den Link ja mal in die in den Artikel packen. Also übrigens alles, über das wir hier jetzt reden, also die ganzen Quellenangaben und so weiter, über die Vorfälle, alles natürlich im Artikel. Und da packen wir die App auch mal mit rein. Ich habe jetzt auch noch eine App entdeckt, wenn wir schon mal beim Thema Motivation sind, das bringe ich noch mal ganz kurz mit an. Das ist so eine App, ich suche gerade mal nach den Namen, so eine Art Gamification-App, wo du einfach so Challenges erfüllen kannst. Also nehmen wir mal an, es geht so um die alltäglichen Sachen wie Müll nach unten bringen oder keine Ahnung, aufspülen und solche Sachen. Und dann kannst du, wenn du zum Beispiel in der Lebensgemeinschaft wohnst, WG, Partnerschaft, verheiratet, was auch immer, kannst du gegenseitig, kannst du dir so Quests geben und kannst dann diese Quests erfüllen. Das muss der andere halt bestätigen, dass du die auch erfüllt hast und dann kriegst du Punkte. Du kannst dir natürlich auch selbst Quests geben und kriegst dafür natürlich dann auch Punkte. Aber die meisten Punkte bekommst du, die heißt übrigens Credo, die App, die meisten Punkte bekommst du einfach dafür, wenn du Quests von anderen Leuten erfüllst. Und das kannst du halt zum Beispiel im Freundeskreis benutzen, das kannst du aber halt auch, wie gesagt, in der Partnerschaft oder so benutzen für die alltäglichen Geschichten. Wie es im Unternehmen aussieht, weiß ich nicht. Die App, glaube ich, die kostet was oder hat was gekostet? Ein paar Euro oder ein paar Dollar? Ja, 2,39 Euro, um genau zu sein. Genau, dafür ist die halt auch werbefrei. Das ist halt auch recht cool und ich finde dieses Prinzip einfach, diese Gamification, finde ich halt wirklich sehr spannend und gerade durch die Quests, also ich finde es witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Bewertungen, sag ich mal, die sprechen auch Bände. Also viele Leute sind echt begeistert. Ja, ey, endlich macht mein Freund das, was ich will, schreiben da Leute. Oder meine Partnerin bringt endlich den Müll nach unten. Das ist doch mal was wert. Also Leute, falls ihr sowas sucht, so eine App, Credo heißt die, ist, glaube ich, auch aktuell noch in der Beta, aber finde ich ganz cool. Was eigentlich in genau die gleiche Richtung geht, ist Herr Bitteker. Das ist auch quasi eine To-Do-Liste, auch im Retro-Style hier, auch mit Gamification. Du kannst bloß keinen anderen Quests geben. Aber insgesamt kommt es schon ziemlich nah an das ran, was jetzt Quido ist. Genau, also das müssen wir dann alles noch verlinken. Ich schreibe mir das gerade schon mit auf, dass wir das nicht vergessen, in den Artikel mitzupacken. Aber falls ihr da Probleme habt mit Motivation, dafür sind solche Apps doch ganz gut. So.
letztes Thema, auch was vom Georg. Und der hat uns vorhin nämlich so einen Schwank aus seinem IT-Support-Leben erzählt. Und ich habe gesagt, das muss unbedingt in den Tech-Talk als Abschluss, weil das ist mal wieder so ein Beispiel für unseren Job, den wir hier machen. Gut, Tobi, du noch nicht, aber es kommt noch, keine Angst. Ja, hoffentlich. Genau, und bei uns halt so im IT-Sys-Admin-Leben, da wäre jetzt David auch gut, weil der halt auch IT-Admin als Beruf ausübt. Und das sind manchmal so Fehler, wie soll ich sagen, wenn du dann die Lösung weißt, dann denkst du dir, ich hätte gern den Fehler wieder. Oder wenn das die Antwort auf diesen Fehler ist, das kann es doch echt nicht sein. Georg, erzähl doch mal, was war denn da los? Ja, also meine Geschichte, ich nenne sie der Drucker mit dem Bewegungssensor. Der Anwender, Bewegungsmelder, okay. Bewegungsmelder, ja. Die Sache war nämlich die, der Anwender hat bei einem Kollegen angerufen, hat gesagt, ja, mein Drucker, der druckt nur, wenn ich direkt am Drucker stehe. Das ist zwar irgendwo ganz interessant, die Funktion, aber die nervt Lampen. Ich möchte die deaktiviert haben. So, okay. Kollege denkt sich, hä, was? Bewegungssensor, Drucker? Das gibt's doch nicht. So, das war ein Netzwerkdrucker. Dann hat er den versucht, über Ping zu erreichen, erreichte nicht. Dann sagt er, ja, warten Sie mal, ich gehe mal schnell hin und hol mein Zeug vom Drucker. So, Anwender geht hin. Und dann, als der Anwender vom Drucker steht, ging dieser Ping wieder. Anwender hat sein Zeug geholt, geht weg, Ping ist nicht mehr erfolgreich. Wo man sich auch denkt, hä, was ist da los? Und die Sache ist jetzt wahrscheinlich die, das haben wir auch durch Zufall erfahren, weil wir dann mit den Third-Level-Helpdesk geredet haben, dass wahrscheinlich die, sag's, Induktion, nee. Nicht Induktion, Abschirmung, genau, die Abschirmung des LAN-Kabels so defekt ist. Weil das hatte er in seinem ersten Lehrjahr auch mal, dass dann, wenn jemand eben in den Raum gekommen ist, dass dann das Netzwerk funktioniert hat und wenn niemand im Raum war, hat das Netzwerk nicht mehr funktioniert. Das ist schon echt krass. Und du als Admin sitzt dann dort und denkst dir, what the fuck, was ist da los? Da wäre halt nur die Frage, warum wird der Drucker nicht generell überwacht oder schaltet ihr die Drucker dann irgendwann aus? Also ich kenne es halt so, so mache ich das halt immer, dass ich in einer Monitoring-Software die Drucker auch überwache. Und wenn der Drucker dann pingmäßig nicht erreichbar ist, dann passt ja irgendwas nicht. Und das würde ja heißen, der Drucker kommt und geht die ganze Zeit im Netzwerk. Naja, bei uns ist es eine bisschen andere Netzwerkstruktur. Das ist schwierig. Also es ist ja alles so dezentralisiert. Es ist ja, es gibt viele Standorte und es ist nicht in jedem Standort eine IT-Abteilung. Ja. Und wir sind ja so gesehen auch nur, wir sind externer Support, wir sind ausgelagert. Ja, okay. Ja, okay, das ist dann was anderes. Aber das ist schon echt strange. Und ja, wie geht's da jetzt weiter? Werden wir erfahren, wie ihr denn diesem Problem zu Leibe rückt? Also, das auf jeden Fall. Ich werde es, wenn ich die Antwort darauf weiß, ich werde es mir notieren und dann im nächsten Tech-Talk berichten. Sehr gut. Wenn ich nicht anwesend sein kann, genau, dann sage ich es dir über über Freema. Um hier nochmal ein bisschen Werbung für den klein zu machen. Ja, dann machen wir nochmal eine Extra. Kauft Streamer. Wir kriegen zwar kein Geld dafür, aber kauft euch Streamer. Überzeugt alle davon, weg von WhatsApp. Das ist die Alternative. Ja, gut, dann machen wir nochmal ein extra Tech-Talk. Vielleicht sogar ein Video, ich weiß es nicht. Vielleicht bietet sich das an, weil ich habe so langsam das Gefühl, ich muss Tutorials zum Thema Streamer machen für meine Verwandten und Freunde und Bekannte, die sich damit nicht auskennen. Ja, dann mache ich vielleicht auch für Kurs for You hier ein paar Videos. Ja, aber das ist doch interessant. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nie gedacht, dass sowas durch ein nicht abgeschirmtes Patchkabel passieren kann. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Das ist jetzt eine Vermutung von vielen. Aber es könnte sein. Ja, aber das ist doch auch strange. Also wie kann es bitte sein, wenn ich mal überlege, so ein Patchkabel, das ist am Drucker. Da ist halt die Frage, man müsste halt neben dem Mitarbeiter stehen und mal gucken, wie nah muss er an das Gerät rangehen, dass der Ping wieder geht. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie muss er da, oder ist das Kabel unterm Teppich verlegt, dass der da drüber läuft? Und das dann der läuft nicht über das LAN-Kabel, das haben wir auch schon abgecheckt. Das ist ja total strange. Ja, und es ist auch strange. Kein Energiesparmodus. Das wäre auch doof. Der berührt ja den Drucker nicht.
Das ist ja dieser. Das ist ja noch Ja. stranger. Wenn. Am Ende kommt doch raus, dass gar nichts war und er wird irgendwie in einem schwarzen Van abtransportiert. So. Oder er will euch einfach nur verarschen. Ja, oder so. Das ist, Drucker ist sowieso so ein ganz heikles Thema. Also ich glaube, wenn bei uns in der Firma mal die Drucker nicht gehen, dann drehen die Leute am Rad. Das ist Apokalypse. Wir haben zwar papierloses Büro offiziell, aber wenn ich sehe, gerade so, nichts gegen ältere Leute, aber was ältere Leute so ausdrucken an Papier, wo jede E-Mail nochmal ausgedruckt wird, und dann geht es nicht. Das ist ja wirklich dann business critical, wenn mal so ein Drucker nicht geht auf einer Etage. Gut, wir haben auf jeder Etage mehrere, aber trotzdem, also das ist dann schon echt bitter für die Leute, wenn da mal so ein Drucker Vor allem, wenn ausfällt. man keinen Ersatzdrucker in der Nähe hat. Das ist das Problem. Ich meine, wenn man irgendwo Genau. auf dem Gang noch einen hätte, gut. Aber wenn man dann überhaupt keinen hat, dann ist es ärgerlich. Weil die Leute müssen halt trotzdem arbeiten und dann, ja, ich kann jetzt nicht arbeiten, weil jetzt Ja. kein Drucker in der Nähe ist. Toll. Ja. Ja, das Ding ist ja vor allem, du gibst ja auch nicht allen deinen Mitarbeitern alle Unternehmensdrucker. Also bei uns ist es so, das wird ja alles über die Active Directory gesteuert, und da gibt es halt Druckergruppen, und dann kriegt natürlich die Abteilung A nicht die Drucker von der Abteilung B, und ja, der Standort A bekommt natürlich auch keine Drucker vom Standort B, weil das bringt dem ja gar nichts. Also es ist schon passiert, weil halt Admins versehentlich die Gruppen falsch zugewiesen haben oder Mitarbeiterabteilungen gewechselt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass eben jeder auf jeden Drucker drucken kann, also ohne weiteres. Ich meine, das wäre halt dann so der Worst Case, wenn halt bei uns jetzt sowas passieren würde, dass so ein kompletter Multifunktionsdrucker ausfällt. Dann könnte man sagen, okay, naja gut, dann müssen wir den halt bei uns in der AD einfach die Gruppen für den anderen Drucker auch zuweisen. Dann müssen sie halt ein paar Meter weiter laufen zum nächsten. Aber oder das Treppenhaus runter oder das Treppenhaus hoch, je nachdem, wo der Drucker halt steht, ne? Aber schon interessant. Also vielleicht haben wir Zuschauer, die noch Ideen haben, was das sein könnte. Und dann kannst du ja die Kommentare mit in eure Problemlösung mit einbeziehen. Ah. Aber das ist schon wirklich ein Fehler. Das Also ist sagen wir es sehr mal so, interessant. um die Problemlösung kümmert sich jetzt der Third Level. Da hat der First Level Ja, jetzt okay. nichts mehr zu melden. Und ich bin sehr. Ja, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wenn das Problem gelöst ist, ob es wirklich ein Patchkabel war oder vielleicht dann doch Ja, was das ganz was Netzwerkkabel anderes. irgendwie defekt ist, aber das kann ja auch nicht sein. Wenn, ich meine, der berührt den Drucker nicht, er tritt auf kein Kabel rauf. Höchstens, dass er hinten Befinden das sich, ja. Netzwerkkabel aussteckt, aber die meisten wissen ja nicht mal, was ein Netzwerkkabel ist, also von dem her. Ja, gerade bei solchen Sachen, ne? Dann vielleicht noch eine andere Frage. Der Raum, in dem der Drucker steht, steht da nur der Drucker oder arbeiten da auch Leute die ganze Zeit Ich normalerweise bin mir drin? nicht sicher, ich denke, da ist nur der Drucker tatsächlich. Okay, ja, dann ist es ja noch stranger. Vielleicht, was auch noch sein könnte, jetzt, weil du vorhin das Thema Bewegungsmelder so angebracht hast in Bezug auf den Drucker. Vielleicht gibt es ja in dem Raum für die Beleuchtung einen Bewegungsmelder. Ein Bewegungsmelder, der auf demselben Stromnetz hängt wie die Steckdose. Das vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es durch das Nebensprechen wegen, da sind wir wieder beim Thema Schirmung, weil die Stromkabel neben den Netzwerkkabeln in der Wand verlegt sind, vielleicht da irgendwelche Indifferenzen, dass da bin ich zu wenig Netzwerker und zu wenig ja, Elektrotechniker, um da genau jetzt zu Naja. wissen, was da vor sich gehen Also, könnte. an sich sollten die Kabel eigentlich nicht wirklich mit interferieren. Normalerweise ist es ja auch so, dass du eigentlich, Betonung liegt auf eigentlich, darauf achtest in modernen Unternehmen oder bei einer modernen Verkabelung, dass du die Stromkabel schon möglichst von den Netzwerkkabeln entfernt irgendwie verlegst. Und wenn du das dann trotzdem machen musst, aus irgendwelchen Gründen, weil die Kabelkanäle so verlaufen, dass du halt dann zumindest eine Schirmung noch zusätzlich reinbaust und dann halt gut geschirmte Kabel, Cat6 zum Beispiel oder Cat7 gibt es ja auch mittlerweile, dass du sowas halt verwendest, wo die Schirmung sehr, sehr gut ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. War nur so eine Idee, aber ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Und sowas hatte ich auch noch nicht. Also ich hatte schon diesen Fall mit Energiesparmodus hatte ich schon mal, auch bei PCs. Also dass du dich wunderst, warum die PCs oder warum Leute aus irgendwelchen Anwendungen rausfliegen.
weil der Netzwerkadapter dann in Energiesparmodus gegangen ist. Ja, und bis der dann wieder gekommen ist, ja, war halt die Verbindung zu der Datenbank weg oder so. Oder zum ERP-System, weil das halt so empfindlich war. Wenn da zwei Pings weg waren, dann waren die Leute halt ausgelockt. Sowas hatte ich auch schon. Aber mit dem Drucker, das ist schon echt krass. Weißt du, welcher Hersteller das ist, Georg? Druckerhersteller? Lexmark. Okay, da habe ich überhaupt keine Erfahrungswerte. Aber wie gesagt, es gibt ja dann diese, ist es so ein großer oder ist es einfach nur etwas, so ein Büro-Netzwerkdrucker, der Nee, auf das dem ist Tisch ein stehen kann? Multifunktionsdrucker. Das ist schon ein größeres Teil. Okay, krass. Naja, gut. Das Ding ist halt bei solchen Maschinen, da ist halt mittlerweile auch richtig viel Software drin, da ist vielleicht ein ganzes Betriebssystem. Bei den Canon-Dingern kenne ich's, da ist Windows Embedded drauf, also da ist ein komplettes Windows-System auf den Maschinen. Ja, weil das erklärt ja immer noch nicht, Naja. dass der Anwender muss ja bloß in der Nähe sein und dann fängt er zum Drucken an. Es kommt den Anwender ja wirklich vor, als wäre es so ein Bewegungssensor, als, oh, da ist jetzt, da steht jetzt irgendwer vor Ja. mir. Ach, jetzt drucke ich das Zeug. Ich meine, Das das ist ist schon bestimmt ein krass. Sicherheitsfeature, weil du kannst nicht auf den Drucker zugreifen, bloß wenn da jemand vor Ort ist, also. Das Problem ist ja, dass irgendjemand vor Ort sein muss. Ich meine, wenn jetzt nur die Leute dann vor Ort sein müssen, für die der Ausdruck auch bestimmt ist. Weißt du, wie ich meine? Dass erkannt wird, ah, das ist der Müller, der hat vor 2 Stunden was gedruckt, dann drucke ich jetzt mal die Seite raus für Herrn Müller. Das wäre natürlich ein geiles Es Sicherheitsfeature. Das gibt, gibt es ja, das, bestimmt auch. Also mit da gibt es NFC und so solche Sachen gibt es das Sicherheitskarten, ja. das kann, also da gibt es schon solche Drucker. Genau. Genau. Also unsere können ja zum Beispiel auch so, das sind so Canon-Drucker. Es gibt auch andere Druckerhersteller, nicht nur Lexmark und Canon, ne? Also mache hier keine Werbung. Aber wir haben zum Beispiel Canon im Einsatz und da kannst du halt eben einen PIN-Code eingeben und dann kannst du über den PIN-Code kannst du dann deinen Ausdruck abholen. Weil es durchaus, wie du schon gesagt hast, ist natürlich sicherheitsrelevant. Und wie oft kam das in der Vergangenheit vor, bevor man so ein System eingeführt hat, dass jemand was Wichtiges ausgedruckt hat, vielleicht sogar der Chef, der sich den Drucker mit seinen Kollegen teilt. Weil auch der Chef möchte nicht unbedingt so einen Laserstinker in seinem Büro stehen haben. Ja, und der kommt dann hin, ein Kollege kommt hin und sieht, ach Mensch, das sind doch die Gehaltsabrechnungen, mag gleich drauf gucken. Und das geht halt dann eben nicht mehr. Oder halt eben andere sensible Daten, wenn, gut, das soll man nicht machen, aber es gibt immer noch genug Leute, die Passwörter ausdrucken und solche Späße, dass es halt einfach nicht in falsche Hände gerät, sowas. Naja, gut, wir halten euch auf dem Laufenden. Da haben wir schon fast 2 Stunden verquatscht heute, aber wir waren noch zu dritt und letzte Woche oder das letzte Mal haben wir gesagt, naja, wir sind zu zweit, wir reden gern, aber auch heute hat es gut geklappt, wobei der Redeanteil wahrscheinlich bei mir wieder bei 90% ist. Aber das ist auch okay, solange ihr zu Wort gekommen seid. Ich hoffe, das war auch der Fall und ihr habt alles gesagt, was ihr sagen wolltet. In diesem Sinne, erstmal wünsche ich euch noch schöne Rest-Ostern. Also wenn es jetzt wirklich wie geplant am 2. April online gegangen ist, dann habt ihr ja noch Ostermontag. Dann, wie gesagt, schöne Rest-Ostern und eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Falls ihr Anregungen habt, irgendwelche Wünsche für Themen, packt es in die Kommentare. Falls nichts für die Öffentlichkeit ist, schreibt es an redaktion@kursofu.com. Das gleiche gilt auch für Feedback, entweder halt Kommentare oder wenn es an uns persönlich ist. Dann ist eine Mail uns natürlich immer noch am liebsten. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, die nächste Folge kommt dann erst wieder im Mai. Und dadurch, dass der 30. Mai ein Montag ist, verschiebt sich das Ganze ein bisschen. Also die nächste Folge wird dann erst am 7. Mai veröffentlicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Naja, dann, auf. Adieu.